Ich habe heute mal kein Spray in meine Haare. Ja. Die stehen von allein so? Ja, also nicht ganz von allein. ein bisschen, ich habe so ein Pulver. Es ist so ein Haar. Ich habe so ein Haarpulver. Ja. Und ich glaube, es hat Asbest drin. So wie so ein Dünger. Es ist aus, als würdest du die würzen dann. Das ist geil. So, wie sieht es aus? Das ist ein Mülli. Gut. immer wie spezialisierter. Und dann noch mit Mörser zuerst. Und dann so, was machen wir heute noch? Und irgendwann fährst du auch mit so Öl. Ja. Mit Feuer. Essig. Rühren. So. Also, Sound. Alles gut. Eins, zwei. Sensationell. Christopher. Yes. Christopher. Aha. So. Siehst du, wir haben es schon lustig. Ich freue mich. Ich mich auch. Tamara Cantieni. Hoi, schön. Hoi. Ich sag selten einen Namen lieber als deinen. Wenn wir Hör auf. Doch, wenn wir zusammen eine Show haben, es gibt Namen, die fließen so gut. Und deine ist perfekt. Tamara Cantieni. Kannst du wirklich so, hast du einen schönen Rhythmus drin? Ja, ich hätte dich fast geheiratet, aber von Mutzenbecher ist dann einfach, ja. Mm-mm. Das ist eben zum Beispiel einer. Bei aller Liebe, aber ja. Das ist eben zum Beispiel einer, der geht nicht. Was sagen Sie, Mutzi? Ja, also. Mutzi. Der Büssi sagt ab und zu Mutzi. Sonst, wahrscheinlich eben, weil er immer Büssi genannt wird. Sucht einen in sein Boot, damit er nicht der Einzige ist. Nein, irgendjemand hat mal Mutzbi, habe ich gefunden. Machst du jetzt auch wieder selber kompliziert. Und der Vorname, deine Eltern haben sicher gedacht, komm, wir haben den Vornamen, den niemand kann verhunzen kann, Joel. Ja, kannst du natürlich. Eben, da gibt es eben trotzdem den Jotzl und Josi und... Nein, das habe ich noch nie gehört. Aber zum Beispiel, also klar, in Bern ist es Schöcku. Nein. Ja, ist nicht einmal kürzer? Schöcku. Das verstand ich nicht. Sie machen es einfach länger. Ja. Der Schöcku. Weißt du, es ist Joel, aber nein, es ist Schöcku. Du musst ja so... Gegen Süße bist, gell? Der Schöcku. Dann ganz toll ist gesehen, der Schölle. Du erfindest etwas. Schölle. Ja, das hat nie jemand gesagt. Du musst aber am 9 Uhr morgens schon ein grosses Bier saufen, dass du kein Schölle nennen. Ja. Und was ist noch gesehen? Was noch herzig ist, so zum Beispiel, mein Vater sagt so etwas wie Giocolino oder irgendwie sowas. Oder mein Grossvater sagt Joelito. Schöne Leute, so ja. Zum Rassig machen. Ja. Zum ein bisschen den Latino reinbringen. Ja, aber es kommt dann immer davon. Schölito. Ja, und das Geile ist, in der Schweiz sagen die Leute immer Joel. Joel. Es ist ja nicht Joel. Ja. Aber du hast wahrscheinlich Tamara. Hey, Tamara. Lange Jahr Tami, einfach. Tami? Dann immer nicht beflucht. Tami, du was? Ja. Was habe ich gemacht? Ja, das habe ich jetzt im Alter ein bisschen abgeleitet. Das ist Tamara. Die ganz Schlauen können mit Tamseln. Wirklich? Tamsle. Tam-Tam. So die ganz kreativ. Aber ansonsten irgendwie schön am Erwachsensein. Sie nehmen einen irgendwann ernst und nehmen dich beim Namen. Und, das und Frau Cantieni. Frau Cantieni. Ciao. Frau Cantieni. ich habe schon gesagt, wir haben es immer lustig. Ich finde, wir sind so... Behaupt dir jetzt einfach mal, wenn wir beide in einem Büro würden arbeiten würden, die arme Siechen. Wir würden jeden Tag eine halbe Stunde Kaffee zusammen. Ich glaube auch. Ich würde wieder anfangen rauchen wegen dir, damit man Zigarettenpause machen. Ja gut, ich rauche eigentlich auch nicht mehr, aber wir würden wahrscheinlich beide rauchen. Einfach anfangen, was lustig ist. Es ist immer der eine, wenn der dabei ist, dann ist alles gut. Du bist für mich auch so jemand. Wenn du dabei bist, dann weiss ich, der Abend wird gut, es wird lässig. Das finde ich aber so krass, weil durch unseren Beruf, wir sehen uns wirklich eigentlich nur, wenn wir Show haben. Stimmt. Und so vielleicht einmal irgendein Award-Ding. Glanz und Glorias. Ja, oh, Gloria Awards, stimmt. Darf ich schon sagen, dass du und ich in dem Glanz und Gloria-Quiz Satelliten sind, als Quizmaster und ich Krone geholt habe? Hast du? Bist du darüber hinweg schon eigentlich, dass ja, ich 2018 die Quizkönigin war? Weil ich es schon vergessen.
Hey, ich habe etwas sehr Lehrreiches festgestellt. Ich habe dort die Krone gewonnen und bin nachher noch in den Ausgang. Und überall, wo du reinkommst, bist du angequatscht wegen dieser Krone. Ja, also logisch. Wenn du Single bist und irgendwie Kontakt suchst, mit der Krone in Ausgang. Nicht Corona, sondern Krone. Yeah. Das nennt sich Peacocking. Ah, das kennst du. Yeah. Siehst du? Du bist bewandert. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Ich habe keine Ahnung, was ein Peacocking macht. Peacocking, der Peacock ist ja der Pfau. Und der hat ja, der hat ja die auffällige... Also nicht meine Haare. Okay, und ich frage mich, warum er rauskommt bei Peacocking. Nein, alles sondern klar. Der hat jetzt eine auffällige Feder, zum Aufmerksamkeit kriegen. Ah. Also ich laune mir jetzt sehr weit aus dem Fenster mit Tierinfos. Ja. Aber ich weiss, dass vom Pfau der Begriff kommt. Oder? Ja. Pfau machen. Richtig. Und im Ausgang, das hat es früher immer geheißen, weißt du, irgendwie so als 18-Jährige lese ich so blöde Bücher, wie du irgendwie Frauen anmachst und so. Und hast du das gemacht? Ja, natürlich. Nein! Doch. Und dann hat es aber geheißen, das habe ich, aber was drin gestanden ist, habe ich dann nicht alles gemacht, wie eben zum Beispiel, man sollte eine Feder in den Haaren haben. Nein, du hast einfach gerade den Pfau gemacht, damit den ganzen Haaren. Dort habe ich sie noch nicht so gehabt. Damit Menschen einem dann halt ansprechen. Ja. Sagen, hey, was hast du eigentlich? Oder auffälligen Hut oder weißt, irgendwie so etwas. Okay. Oder irgendein dummes Kleidungsstück, das einfach komplett aus dem Rahmen geht. Wo alle Frauen wegsäckeln, wenn einer mit dem Ja, aber dann denkst du wieder so, in den letzten 5 Jahren haben mittlerweile sich alle so angezogen. Also. Alle haben das gleiche Buch gelesen. Genau. Tun sie sich keine Feder ins Haar. Aber ja. du mit der Krone bist dann auch beliebt gesehen. Ja, ich habe dann auch später gecheckt, dass ich ja in der Onyx Bar war beim Hyatt, weil die russischen Escort-Damen damals waren. Und eigentlich jede Blonde angequatscht worden ist. Aber die Krone hat es dann halt ein bisschen vereinfacht. Haben sie gedacht, das ist... Eine lustige. Das ist auch so etwas. Als Schauspielerin, gell? Ich werde immer nur angerufen, wenn sie Prostituierte in einem Film suchen. Eine russische Escort-Dame. Das wirklich? Ist das, was diesen Caster in Zürich zu mir einfällt. Das ist irgendwie wirklich besorgniserregend. Ist das deine Spezialität? Ja, das ist meine Spezialität offensichtlich. Ich sage immer nein. Warum, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Die russische Escort-Dame verfolgt mich im Fall, sagt er es. Man sagt ja immer, man sollte ja nicht sich auf eine Rolle festlegen, die man dann immer wieder spielt. Ja. Eben. Hast du das schon mal gespielt? Wahnsinnig gut. Hast du schon mal gespielt? Nein, hast du das mal gespielt? Für die Mediamarkt-Werbung habe ich so eine russische Domina gespielt, die irgendwie kommt und dann Servicemitarbeiter einheizt. Yeah. Und dann habe ich lauter so Anfragen bekommen. Also abgesehen von Zuschriften von «Ich war ein böser Junge». Hey, voll! Voll, weißt du, nicht checken, es ist eine Werbung und eine Rolle. Und wie die meinen Namen herausgefunden hat, ist mir auch ein Rätsel. Aber dann wirklich auch lauter Anfragen von so Gangster und irgendwie, eben, Noten sind da. Du, ja, wir müssen, glaube ich, etwas wegen dem Kettel schnell machen. Kriegst du das weg? Ich fange mich schon an auszuziehen, es fängt schon gut an bei dir. Ehrenwort. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ist der richtige Moment? Und du redest von Dominanz. Entschuldigung, können wir etwas wegen dieser Kette machen? Keine gute Idee eigentlich. Aber ich habe mir so, wie sonst klappert es die ganze Zeit. Und dann, ja. Ah, so gut. Sorry. Das Metall ist schon mal weg, schon aus dem Spiel. Das ist scheiße. Ah, herrlich. Nein, aber das ist eben eigentlich das Problem bei diesen Arbeitskontakten, die man hat. Dass man sehr freundschaftlich unterwegs ist, aber man hat nie Zeit privat. Stimmt. Letztes Mal mit dem Elsner besprochen, dass du spielst ja die ganze Zeit, entweder spielst du Theater oder hast Solo-Auftritte oder eben eine Mixed-Show oder so. Und danach solltest du schon mal deine normalen Freunde sehen, irgendwie. Und in so einer Situation, wie wir dann sind, denke ich immer so, in einem normalen Leben eben, würde mir wahrscheinlich die ganze Zeit Käffeln und was weiß ich. Aber so wie es bei uns ist, können wir, einfach wenn wir uns sehen, können wir es lustig haben. Aber so dann einen Schritt weiter zu gehen, wenn man dann irgendwann sagt, finden wir mal einen Termin, wo man kann zu Nacht essen kann. Ja, das muss man eben einfach immer machen. Ich mache das schon mit Kollegen aus der Branche. Dann, weißt du, jetzt auch noch Matchstücke mit dem Partner und so, dann machst du irgendwie zu Nacht und koche. Ich mache das so gerne. Ich bin jemand, der immer auch viel einlädt, dich noch nicht, aber es kommt noch. Und dann fährst du das so ein bisschen an und ich finde das auch cool. Und manchmal ist es eben auch schön, gerade weil man die gleichen Sorgen hat und die gleichen Gedanken und viele Erfahrungen auf dem Bereich Idee musst und das musst du bei denen so machen. Yeah. Das finde ich auch mega cool, den Austausch. Eben nicht nur schnell zwischen Tür und Angel, sondern auch... Ich finde das auch und ich habe es dann wieder gemerkt, so, zum Beispiel
zum Beispiel während dem Lockdown, dann hast du so mit jedem Mensch irgendwann hast du mal, nicht täglich, aber du hast einmal während dem Lockdown irgendwann den Moment gesehen, wo du mit dieser Person telefonierst. Mhm. Mal mit dieser Person. Einfach so eine Stunde. Weißt du, hast mal mit dem telefoniert, hast mal mit der telefoniert, so, wie ist bei dir, alles okay, so, weißt du, weil man eben sich nicht sieht, wie sonst immer. Mhm. Aber hat ja auch so ein bisschen sein Gutes, du merkst dann, wer du vermissest, oder? Mit dem du wieder mal einfach etwas willst hören. Ja. Und manchmal ist es so einfach so ein bisschen, passiert dann einfach und dann gibt es Leute, die dir fehlen, das erkennst du dann so klar, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass dich eh war oder so. Das finde ich eben schon auch noch eine gute Erfahrung. Wir haben nicht telefoniert dann, gell? Du hast all meine Mails unbeantwortet gelassen. All meine Stalker-Texte sind irgendwie im Spam gelandet. Warum meldest du dich nicht? Du hast doch gesagt... Schöku! Schöku! Sprachnachrichten. Ja. Einfach nicht beantwortet. Ich merke dann schon, wenn es genug ist. Weißt? Wenn dann gar nichts mehr kommt, dann lasse ich es dann auch sie mal. Ja. Wirklich? Ja. Wobei, Wir haben es schon immer lustig gehabt. Und zwar haben wir uns kennengelernt, auch Glatz und Gloria-Ding. Stimmt, das verbindet uns, siehst du? Ja. Siglu. Also das Quiz habe ich komplett vergessen. Ich kann dir nachher... vielleicht, wenn ich... Ich weiß noch nicht, ob ich die Geschichte erzählen will, aber wenn, kannst du mich nachher daran erinnern. Aber ich Skandal mit dir? Nein, wegen Glanz und Gloria-Quiz. Ich überlege es mir noch, ob ich das erzähle oder nicht. Aber... was ich nie wird vergessen ist, wo wir eine Nacht haben müssen in einem Iglu pennen. Grossartig. Also separat quasi, du und ich. Sondern Charlie und ich in einem Team und du und Aniko in einem Team. Aniko Donat. Und es ist das goldige Iglu, hat es geheißen. So ein Wettbewerb, wo zwei Teams, zuerst müssen sie ein Iglu bauen. Und dann müssen sie im Iglu übernachten. Und das Team, das länger im Iglu bleibt, gewinnt. Hey, und du, so. Und ich habe gewusst, dich muss man mit den Füßen voraus raustragen. Nie im Leben wirst du kapitulieren. Nein. Einfach der Charlie schon. Ja, der ist schon easy drauf. Aber du, ich habe gewusst, das ist so ein Ehrgeiz, ein super Ehrgeiz. Ich bleibe in dem Iglu. Und wenn ich verfriere. Und wenn das Letzte ist, was ich mache. Ich dachte, das ist so nicht lustig. Ich hätte das auch können. Abgesehen davon, dass der Skilehrer ja mein Iglu gebaut hat, das habe ich sehr schön gefunden. Ja, das war die grösste Frechheit. Sehr als cool Feder. Und ja, also bei mir war es mehr so, gewesen, ich habe dann gedacht, ich muss immer schauen, dass, vor allem wenn das den Film so, dass es nicht aussieht, als würde Charlie die ganze Arbeit machen. weil es könnte irgendwie ein bisschen komisch wirken. Aber es war so ein lustiges Weekend. Gewesen, mega. In der Lenk. Mhm. Oder auf der Lenk. Ich weiß gar nicht, was man sagt. In der Lenk, ich glaube in dieser Kurve. Auf. Hör auf. Auf den Lenk. Hör in. Auf den Lenk. Hör in. Wir haben ja dann, weißt du, begriffen, was Entertainment ist, wir Frauen. Das ist einfach nicht einfach, ich gönne. Sondern wir sind ja eingebrochen ins Materialräumchen. Wir haben die Decken geklaut und so. Die haben nur beschissen. Ja. Die haben dann ist in der Nacht zu einer Selbstanzeige gekommen. Da haben wir uns selber angezeigt. Wir haben nicht gut gewusst. Am 4 Uhr am Morgen. Und ich habe gedacht, wenn sie eh schon bescheissen, hätten wir um 1 können aufhören. Weil es war ja ein riesen Theater. Das hat Charlie ja auch nicht gewusst, bis zum Moment, wo irgendwie Dreh war und ich es ihm gesagt habe, dass ich grauenhafte Klaustrophobie habe. Und ich konnte mich mega lang zusammenreissen, weißt du, irgendwie oft so mental, wo du sagst, das ist okay. Ich könnte jetzt hier zwar nicht auf die rausrennen, und das ist immer schon du sehr... Du hättest nicht aufgeben, oder? Nein. Aber der Charlie hat irgendwie es so über mich drüber steigen, um aufs WC zu gehen. Und dann hat er sich so am Iglu irgendwie probiert festzuheben. Und dann hat er schon mal eine gute Ladung Schnee mir ins Gesicht verpasst. Du hast so am 3 Uhr morgens, du liegst so dort mit dem Schlafsack. Und dort drinnen hat es schon minus 1 Grad. Ich habe das noch nie gesehen, so ein Iglu. Drüber steigen tönt so... Feudal. Nein, also, das ist, man ist ja fast aufeinander gelegen genau. in dem Ding. Es war so klein. Gewesen. Und Aniko war noch krank, gewesen, die hat Fieber gehabt, die Arme. Der war wirklich schlecht. Gewesen. Wir ziehen das nicht durch. Ganz klar gehen wir irgendwann auf. Aber es war so eine lustige Nacht. Gewesen. Wir haben ständig irgendwie rausgeschaut. Mit dem Kopf war ja der Eingang dort. Gewesen. Und es hat ja so viele Sternschnuppen in dieser Nacht. Yeah. Weißt du das noch? Yeah. So wirklich eine total schöne Nacht. Und ich dachte, da ziehen wir jetzt noch ein bisschen durch. Aber das Geile war, dass... Mein grossartiger Ausraster, den haben sie nicht drinnen gelassen. Weil der Sabatini, der Kameramann, der jetzt ja irgendwann, es hat geheißen, wir filmen euch dann mal, wenn ihr schlaft, aber keine Angst, ihr merkt gar nichts und so.
Und dann liegen wir so dort. Und tatsächlich irgendwann, so, ich glaube, halb vier oder so, tatsächlich mal eingepennt. Und dann auf einmal wache ich auf, ab so einem huren Scheinwerfer. So. Und so, ah, was ist das? Und das Sabatino irgendwie so drin liegt. Und ich so, hey, jetzt verpiss dich! Weißt du, völlig so, ich hab keinen Bock auf den Scheiß und so. Und, Diva! Ja, völlig. Ja. Und dann kurz alle Geister, die nachher ist er irgendwie, glaube ich, sogar wegen dem verschrocken. Und das eine Kerzli, das wir gewonnen haben in einem von diesen Schießspielen, hat mega viel gebracht, wenn die mit Heizdecken da drinnen liegen und wir so eine scheiß Kerzli dort haben. Dann hat er irgendwie das Kerzli umgeworfen. Ich stirb. Und das Kerzli hat dann meine Lieblingskappe. Meine Kappe, die ich in Australien gekauft habe, von allen Orten. Die ist um die halbe Welt geflogen mit mir. Ich stirb vor Lachen. Die hat er dann verbrennt. Die ist völlig verschmürzelt gesehen. So. Und danach gewinnen wir eine halbe Stunde später. Und ich bin nur pisst gesehen, nur hässig. Und danach hat wirklich gesagt, der Michi, der Redakteur, sagt so, hey, können wir es nochmal drehen? Du müsst dich ein bisschen mehr freuen. Weil ich einfach gesagt habe, ja, da, scheiß Ding, wir gehen jetzt. Oh, ich erinnere mich, ich bin dort wirklich zwischen Sterben von, ab dir vor Lachen und von, er ist so eine arrogante Diva. Immer hin und her im Sekundentakt. Einerseits wirklich zum Brüllen kommst. Nein, dann immer ganz ehrgeizig bei diesen Spielen. Du bist ganz schlimm gewesen. Immer ganz, yeah. ganz. Nein, das muss so sein. Nein, nein, das darf man nicht so machen. Nein, das stimmt nicht. Einfach ganz schlimm. So über ehrgeizig. Ich muss sagen, der Entertainment Faktor bei so Sachen ist bei mir deutlich höher geworden. Mhm. Und der Ehrgeiz deutlich weniger. Ehrenwort. Ja. Du bist auch ein bisschen reifer geworden, gell, in den letzten Jahren. Ein bisschen. Aber, ja. aber ich weiss noch genau, warum das so war. Und zwar kein Witz. Am Sonntag haben wir das auch verfilmen. So ist es gesehen. Es war Sonntag, Montag gesehen oder irgend so okay. etwas. Weil ich habe von Samstag auf Sonntag am 6 Uhr morgens habe ich live einen MMA-Fight geschaut vom Conor McGregor, ja, Mixed Martial Arts, los jetzt. Vom Conor McGregor gegen den damaligen Champion Jose Aldo. Hey. Ja, ja, und das war ein riesen Theater, gewesen. Die haben ein Jahr lang haben die das gegenseitig sich angestresst, also vor allem der eine, der Champion und so. Und danach hat er in 13 Sekunden ausgenockt. In 13 Sekunden. Das ist, du weißt, also 13 Sekunden, weißt du, wie kurz das ist? Bam! Genau. So, ja. Und ich habe das dort faszinierend gefunden, weil er hat ihn hauptsächlich ausgenockt, weil er die ganze Zeit so Psychotricks gespielt hat. Und ich bin mit dem Wissen sozusagen, mit 3 Stunden Schlaf ist der Charlie mich irgendwie in Bern am Bahnhof abholen. Ich kann auch nicht mal kein Auto fahren. Und dann habe ich einfach gefunden, ich probiere das jetzt mal aus. Ich probiere jetzt mal, nur mit Gelaber eigentlich schon zu gewinnen. Das ist mein Ziel gewesen an diesem okay. Weekend. Das ist mein Ziel gewesen. Darum hast du dich so aufgeführt wie eine Diva. Das ist jetzt einfach. Nein, man muss dazu auch noch sagen, du und der Charles sind ja dort angetraben. Weißt du, in der Lenk, auf der Lenk. Voll der Schnee, Winter, alles. Und sie kommen, du bist mit so. Der Charles ist mit so Stoffschühen gekommen. Und du aber auch nicht viel besser. Nein, wir haben irgendwie. Ich kann alles auslehnen. Ich habe nicht so Winterzeug. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen, die Skilehrer und alles sind ins Dorf gesäckelt, um euch irgendwie Ausrüstung zu kaufen. Weil einfach so, mit dem Segeltuch Turnschuhe angetrabt sind. Aber geile Sonnenbrille. Schätze, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Nein, wirklich aber, nicht mehr. Aber weißt du, das ist, glaube ich, das Wichtigste gesehen. Scheiße, ja, Jeans wird schon gehen. Weißt du, und irgendwie. Und ja, ich habe ja immer meine Converse auch, kein Problem. Ja. Und dann die Leute wirklich so. Ja, also, aber wir sind dann im Fall 12 Stunden draussen. Ja, die ganze Nacht draussen, eigentlich 24 Stunden, wenn alles klappt. Und dann, genau, ich glaube, der Charlie hat noch Kälte gehabt, wo wir... Das war ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich habe gesagt, hey, nein, die Kinder, hey. Und wir haben einen Radtrag fahren. Oh, das ist alles cool. Das ist ja schon cool, dass so Zeug kannst erleben, oder? Yeah. Das ist schon mega. Ja. Also, ich meine, wer baut sich ein Iglu und pennt rein? Niemand, der irgendwie bei Verstand ist, macht eben, das. Kannst du sagen, hast du es gemacht? Ich bin dann aber auch froh gewesen, was am 4 Uhr morgens geheißen hat, es ist jetzt gut. Ja, so. Und wir sollten lernen können. Yeah. Aber mich freut es, dass ich euch kennengelernt habe. Das ist wirklich, wirklich sehr lustig. Und du nach deinem Wahn offenbar von dem Fighter ein bisschen oben runtergekommen bist. Da ich dachte, doch, er ist eigentlich wirklich ganz nett. Das wenn du den Fighter so minutenlang vergessen hast, ja mal, dann bist du wirklich sehr entzückend gewesen. Also, nein, nein. ja.
Ich weiß das alles gar nicht so genau. Ich weiß einfach nur, dass ich da Mindset hatte. Gewinnen ist für euch Männer immer so wahnsinnig wichtig, gell? Gewinnen. Nicht als Loser rausgehen und so. Das nein, mittlerweile aber nicht. Mittlerweile ist es so. Ich habe das früher immer faszinierend gefunden. Ich habe Dings geschaut, weißt du, irgendwie, wie hat es geheißen? Schlag den Rab. Mhm. Also es gibt ja kein ehrgeiziger Mensch als der Rab. Ja. Und dadurch hat irgendwann haben sie eine Kopie gemacht von dem mit dem Pocher. Und das ist sau lustig gewesen, weil du einfach gemerkt hast, dem ist völlig egal, ob er gewinnt. Ja. Und er zum Teil sogar extra die falsche Antwort gibt, weil die lustiger können sein als die Waren. So, oder? Ja, aber das ist ein Entertainment-Faktor. Also, ja. Gewinnen ist ja immer leise, aber das Drab habe ich viel langweiliger gefunden als nachher der Pocher. Es ist einfach lustiger dann. Ja. Also so ein über-ehrgeiziger Mensch, der ums Verrecken immer will gewinnen, und er hat ja viel gewinnen und er weiß ja viel. Was langweilt mich? Perfektion ist langweilig. Definitiv. Wirklich? Definitiv. Und darum sage ich ja, ich habe das jetzt abgelegt, so ist es nicht. So schön. Ich freue mich so für dich. Ich, wenn jetzt Corona nicht wäre, würde ich dich jetzt ein bisschen in den Arm nehmen und tätscheln und sagen, so schön, du bist gewachsen innerlich. Vor allem so schön. Das goldige Iglu, das steht beim Charlie daheim. Und ich will eine Revanche. Es ist so super hässlich. Ich will eine Revanche. Früher haben wir so gesagt, ja, weißt du, ein halbes Jahr ist dann bei dir und dann ist ein halbes Jahr bei mir. Weißt du, irgendwie so quasi der einzige Preis, den du jemals gewonnen hast. Du rückst nicht mehr raus, oder Charlie hat einen, wer gibt ihn nicht mehr? Hä? Einer von euch beiden gibt ihn eben nicht mehr, weil er so stolz ist drauf. Nein, eben, und mittlerweile, wenn ich beim Charlie sehe, denke ich so, ich erinnere ihn jetzt nicht daran, dass ich den vielleicht wieder mal kriege, sondern es ist gerade gut da. Lass ihn da. Aber ich weiss nicht, das ist tatsächlich eine mega spezielle Zeit gewesen, dort. Nicht nur wegen dem Fighter, sondern irgendwie... Sag mal, zupfst du deine Augenbrauen? Nein, ich nicht. Aber du lässt sie dir zupfen. Beim Coiffeur. Also sind so formschön, ja. Danke. Ich sehe das. Danke. Beim Coiffeur kommt ab und zu. Du strählen und dann mit dem Fädeli oder wie zupft er halt mit der Pinzette? Nein, also sie macht es, Steffi. Sie kommt dann mit so, ich weiß nicht mal, was sie da genau macht. Sie tut irgendwie so Zeugs zusammendrehen. Ja, mit Faden? Ja. Ja. Und dann macht sie zweimal so ritt. So. Ja. Und langsam. Jetzt bin ich in einem Alter, jetzt muss man sie ein bisschen schneiden. Ganz ein bisschen, damit sie nicht so Uhu-mässig. Damit sie den Friesen noch geil aussehen. Eigentlich, genau, ich sag's nächstes Mal. Kannst du bitte mal wie oben, kannst du auch mal meine Augenbrauen so machen, damit sie einfach so. So stöhnt. In alle Richtungen. Das ist ein neuer Trend. Meine Eskalierung, musst du jetzt sagen, ich bin eben nicht so mit diesen Balken. Ich habe das nicht so im Griff. Mit diesen, weißt du, tätowierten. Die Augenbrauen sind ja super. Korrekten, ich kann mich mit dem nicht anfreunden. Mit denen. Weißt du, die Stempel, die sie im Gesicht haben? Ja, ich habe gestern so Charlie gesehen mit seinem Programm wieder. Und er hat einen Joke drin, den ich nicht mehr gewusst habe, den ich so lustig gefunden habe. Der hat es irgendwie von Augenbrauen und wie verschieden und was weiß ich. Und sagt, gewisse haben dicke, gewisse haben dünne, lala. Gewisse haben so oben keine und am Morgen haben sie wieder. Ja. Schau, die ganzen Wimpernbüsche, gefällt dir das? So Frauen, so ganze Wälder von Wimpern sich reinmachen lassen. Also, wo jetzt? Was dort? Wimpern? Ja, in die Wimper-Extensions. Nein. Das finde ich so schlimm. Mm-mm. Das ist also wie so ein Päseli, weißt du? Wie die Stofftiere bei der Muppet-Show, wo du nur so die Augen an mich gesehen hast. Nein, das verstand ich nicht. Ja. Ich verstand nicht die aufgeklebten oder aufgeleimten und so. Ja. Und bling, bling. Mm-mm. Mm-mm. Ja. Weil vor allem, im Normalfall geht es etwa 10 Minuten und danach hängt nicht mehr ein so Wimpernstrang schon nicht mehr ganz dort, wo er muss sein. Weißt du? Ja. Das habe ich einmal gemacht, so mit so einer Wimper kostet irgendwie 800 Stutz, weißt du, eine. Und dann machst du schnell so, hast du sie wieder in den Händen. Oh Gott, darfst du dich ja nicht mehr anlangen, weil dann fallen die Wimpern aus. Wie lange hält das denn? Keine Ahnung. Ich habe das einmal gemacht, nie mehr wieder. Weißt du, ich kann anlangen. Ich weiss, dass ich auch so ein bisschen tussig wirke, aber ich bin es eben überhaupt nicht. Und ich muss auch so ein bisschen ins Gesicht langen. Yeah. Und wenn du dann das Gefühl hast, kannst du dich nicht mehr anlangen, das finde ich ganz schlimm. Ja, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht. Also nimmst du die dann wieder weg zum Pennen? Oder? Nein, die sind die bleiben. Wenn eine rausgeht, dann brüllst du, weißt du, nein, sie kosten irgendwie 18'000 Franken, die dafür nicht rausgehen. Du musst dann ganz vorsichtig sein mit denen. Dann kannst du ja nicht pennen, dann musst du eigentlich nur auf dem Rücken liegen. Auf dem Rücken so. Ja. Ja. Das macht Spass. Das ist sehr schön, aber hauptsächlich schön. Hauptsächlich schön. Ja. Das will man nicht. Ich nicht, nein. Aber du hast schön ondulierte Augenbrauen, das finde ich schön. Danke, vielmals. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte. Entschuldigung, siehst du, jetzt habe ich dich so umgezüpfelt hast. Aha, ich habe so...
Psychologen nennen das, glaube ich, Self-Soothing. Wenn man sich, wenn man sich selber ab und zu streichelt, ich lege mir immer im Gesicht rum. Das ist ganz schlimm. In Zeiten wie diesen bist du froh. Musst jetzt. Da bist du froh. Ja, wie geht es dir überhaupt so ein bisschen in dieser ganzen Krise? Du, anscheinend besser als viele. Weil ich werde immer nach Rot gefragt und nach positiven Aufmunterungen gesetzt. Feel good comedian. The feel good comedian. Ja, der ist ja nicht von Ihnen gekommen. Das ist tatsächlich so. Ja. Nein, es ist natürlich, man kann immer sagen, wie verschissen es ist und was alles schlimm ist und was weiß ich. Es ist ganz ehrlich, einerseits ist es historisch und allein das romantisiere ich immer so, wenn du sagst, du erlebst Geschichte mit. Ich bin dabei gewesen. 2020, ich war dabei. Das habe ich aber auch bei Trump gedacht und so. Weißt, und andererseits muss man dann, wenn es historisch ist, vielleicht etwas rauszoomen, sagen, wenn du jetzt 5 Jahre anschaust, ist dann ein Impact gesehen, aber wie sieht es denn nach 5 Jahren aus? So Sachen. Also irgendwie. Betrachte das grosse Ganze. Jo. Ja. Ja. Ich denke, zum Beispiel hätte ich ein mega geiles Interview einmal mit dem Hayek, wo die Swatch Group, glaube ich, nach 5 Jahren zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben hat. Und er das immer irgendwie schon Jahre davor angekündigt hat, dass es halt so Wellenbewegungen gibt und irgendwann wird das auch wieder gut gehen und so, und er lässt sich nicht stressen, weil da sind alle Smartwatches rausgekommen und es ist ein riesen Ding gewesen und eigentlich alle klassischen Uhrenfirmen haben irgendwie Verlust geschrieben. Und dann hat er das Interview gegeben vom SRF, ich weiß nicht welche Sendung, und dort hat dann Journalist oder Journalistin als erstes gefragt, ist das jetzt für sie genug, dass sie recht gehabt haben, oder? Und dann hat er gesagt, nein, sondern das ist einfach eben rausgezoomt gesehen, ist das gesehen, was wir erwartet haben. Und wir haben aber uns auch nicht stressen lassen, wo dann auf einmal eben Zahlen ein bisschen abgerutscht sind, weil dann fängt eigentlich das richtige Theater an, dass du dann auf das probierst zu reagieren und durch das wird es eigentlich noch schlimmer und deine Zahlen werden noch röter und dann probierst du wieder umzustellen, sondern dass du einfach Geduld hast und einfach dir deine Zeit lässt und sagst, wir haben eine Strategie und die anderen wir nicht, wenn jetzt einen Monat später auf einmal etwas passiert. Oder? Und ich sehe es bei so Sachen, sehe ich es eigentlich gleich. Ich habe keine Uhren an, also es ist nicht, dass mir das mega prägt vom Business-Sinn her oder so. Ja, aber die Idee ist schon. Der Grundgedanke, ja. Dass einfach du bist eigentlich mal, noch einmal losgelaufen und du weißt, plus minus in so und so viele Kilometer ist das nächste Dorf oder so. Und wenn du dann auf dem Weg läufst und dann mal irgendwie eine große Steinformation ist, dann kannst du dich darüber aufregen, dass jetzt die riesige Steinformation ist und so. Oder du kannst sagen, okay, dann laufen wir jetzt halt hier schnell drum herum, aber wir sind ja eigentlich immer noch auf dem Weg. Aber es gibt Menschen, die sehen die Steinformation, dann laufen sie zurück und sagen, ist alles vorbei. Sprichst du mir aus dem Herz? Ich sehe das im Fall wirklich auch so. Es ist ja schon nicht immer einfach zum Aushalten. Yeah. Weißt du, dass du jetzt einfach nicht kannst machen, was du doch willst. Irgendwie. Du hast auch ein neues Programm. Ich habe jetzt auch ein relatives neues Programm rausgebracht. Yeah. Jetzt willst du so Gas geben. Natürlich. Du kannst nicht. Jetzt muss man einfach ein bisschen aushalten. Aber ich denke auch, es werden wieder andere Zeiten kommen. Dann müssen wir nicht so schnell wieder ein neues Programm schreiben. Man muss es ein bisschen positiv sehen. Kann man das ein bisschen länger spielen? Das vor allem. Und weißt, das ist das, was ich dann auch denke. Es ist ja nicht so, dass irgendwann im Frühling jemand gesagt hat, hey, die ganze Kulturbranche, die tun wir jetzt einfach mal pausieren, sonst läuft alles normal weiter. Ja. Weil es ist eine globale Pandemie. Es ist wirklich einfach überall. Also weißt, du kannst ja nicht sagen, ja, ich fliege jetzt auf was weiß ich wo, um noch in einem Club Party machen. Nein, es ist einfach alles. Überall. Weißt du, wir haben es schon gut in der Schweiz. Wir sind ja wirklich auch. Also, weißt du, wenn die anderen Länder da kriegst du nichts, da interessiert es niemanden. Genau. Du musst einfach selber schauen. Ja. Yeah. Also, und da tust du einfach auch das Bewusstsein, dass man einfach ein Recht hat auf alles. Du hast einfach ein Recht auf Glück, auf Halligalli, auf Arbeit, auf Geld. Du hast einfach ein Recht drauf. Ja, es ist super, wenn es da ist, aber es ist nicht dein Grundrecht. Und das ist, genau, und das ist in der Schweiz ist es so faszinierend, weil Menschen einfach so extrem vom Status quo ausgehen, dass wenn sich dort etwas verändert, dass es dann einfach Katastrophen ist und Scheiße und eine Frechheit. Und ja, nein, aber dann müssen sie uns ja Geld geben und logisch. Und also, nein. Das ist crazy, dass wir im reichsten Land der Welt
so auf das Geld fixiert sind. Weißt, wir müssen zu uns so keine Sorgen machen. Yeah. Ich meine, die Fangnetze von unserem Staat, so, die gibt es ja selbst. Das Sozialamt zahlt dich noch gut. Dass in so einem Land die grösste Angst ist, wenn ich dann kein Geld verdiene. Das finde ich wirklich noch beeindruckend. Yeah. So. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das immer schon so gesehen, wenn Geld mein Motor gesehen war. Wärst sicher Künstler geworden, genau. Wärst auf Bühne. würde ich jetzt nicht da sitzen und mit dir reden. Also ja. Weißt du, wie ich meine? Denn ich habe als 18-Jähriger habe ich irgendwie 5'000 Stutz verdient bei der Versicherung. Ihr Wort? Ohne Abschluss, was nichts. Hast du gemacht? Ich habe temporär im Verkauf habe ich einfach fucking Offerte. Eine nach der anderen habe ich mir so in die Kuvert schieben. Und dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen zwei Bereichen. Und ich habe mir immer 100 Stutz Lohnerhöhe gegeben lassen, wenn ich wieder zwischen Bereich gewechselt bin. Und es war Stundenlohn gewesen, aber dann ist natürlich auch, bist du grosszügig mit deinen Stunden, ja. Also, runden wir ein bisschen auf da. Nein, sonst hast du gestempelt. Du bist Versicherungsfachmann gewesen, du gibt's ja. Nein, das ist nicht so nein. Ich bin wirklich temporär Mitarbeiter gewesen. Und die haben eben immer wieder den Vertrag verlängert. Und dann ist irgendwann... Was ist der schlimmste Job gewesen, den du gemacht hast? Der schlimmste? Ja. Also, wo ich wirklich gemerkt habe, dass das ist einfach nicht meine Welt, das schaffe ich nicht, da bin ich auch zu unbegabt etc. Ich sehe, ich habe mal in irgendeiner Herbstferienwoche habe ich für eine Klimafirma geschafft. Und wir haben bei einem Thalia, wo es jetzt schon wieder nicht mehr gibt in Basel, oder gibt es den noch? Nein, da gibt es jetzt glaube ich nicht mehr. Haben wir die ganze Klima eingebaut. So. Also Klimaanlage? Alles. Du möchtest das Weltklima? Nein, Klimaanlage, die Entrauchungsanlage. Weißt du, falls es mal brennt, dass dann da, und so weiter und so fort. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist null meine Welt. Also ich, handwerklich bin ich absolut unbegabtest, was es gibt. Und ich würde den Leuten nicht helfen. Also, da habe ich gedacht, nein. Und das ist irgendwie nicht so geil gewesen. Vor allem, du gehst dann so, irgendwann ist 9 und dann machst du 9 Pause. Und dann sind wir in so einer Coop City. Und da habe ich so gedacht, geil, ich nehme frisch gepressten Orangensaft. Und dann komme ich an die Kasse und habe gemerkt, okay, alles, was ich bis jetzt heute geschafft habe, ist gratis gesehen. Mit dem Orangensaft ist so fucking teuer. Der Frischpresse. Ja, natürlich. Ja. Aber das denkst du nicht in dem Moment. Du denkst, ah ja, geil, Orangensaft. Das ist nicht so geil gewesen. Nein, aber nur schnell wegen der Versicherung. Dann ist irgendwann wieder der Punkt, wo man verlängern könnte. Und ich habe so zwei, drei Leute dort gesehen, wo ich so gewusst habe, wenn ich jetzt hier nochmal verlängere, dann werde ich genau wie die Menschen. Und das meine ich nicht negativ für die Menschen. Aber bei gewissen sind super happy in dem, was sie machen. Die haben ein tolles, erfülltes Privatleben und die machen einen Job, damit der Job gemacht ist und sie Geld haben, um ihr erfülltes Privatleben zu finanzieren. Und andere hast du so gehabt, hast gemeint, du hast nie da sein. Du bist jetzt aber immer noch da. Und du wärst gern. So, weißt? Und dann habe ich gewusst, dann war ich irgendwie 45 irgendwann, hocke am Stammtisch und sage, ich hätte ja mal können, weißt? Ich hätte ja mal können dort. Ja, weil ich habe ja ein bisschen Fernsehen gemacht und ein bisschen Radio. Und dann war mein Moment gesehen und so. Aber ich habe mich nicht getraut. Und bla bla, oder? Und dann habe ich gekündigt, also sprich, auf den Vertrag nicht verlängert. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Viva für 800 Stutz und die Hälfte davon ist können abziehen fürs GA. Das heisst, ich bin von irgendwie 5, was weiß ich, plus minus im Schnitt im Monat, bin ich dann auf ein Sechstel, Siebtel runtergefallen. Shit. So, und darum sage ich, also lang ausgeholt zum Sagen, wenn Geld die Motivation war, dann hat man schon lange etwas anderes müssen machen. Und ich bin ja schlecht mit Geld. Bist du gut mit Geld? Ja, ich bin nicht schlecht. Yeah. Vernünftig, ich muss so sagen. Ich bin vernünftig. Aber ich habe mal, der schlimmste Job, den ich hatte, war noch in der Schauspielschule, in der Studentenzeit, in der Coop Leute gesucht, die als Produkt einen Kurzfilm machen für sie. Intern zum Glück. Okay. Und ich dachte, ja geil, machen wir alles für Geld. Yeah. Das ist ein kleiner Interner. Intern noch viel besser, sieht ihn niemand. Dann bin ich gekommen und erst vor Ort zu heißen, ja, du bist Miss Natura Farm. Es ist dort so ein... Oh. Nein, nicht auch. Nicht als fette Sau. Ich musste so ein Sau-Kostüm anlegen. Weißt du, so mein Biggie, Perücke mit Schweinsohren.
Und dann bin ich als Miss Natura Farm, habe ich als das Fleisch, ich wo kein Fleisch ist, ja, müssen als das Fleisch reden. Und neben mir war der Mr. Proper gewesen. Das Knorrli, nein, ganz schlimm, ich bin so froh, ist das nicht im Umlauf. Es gibt es ja, ist ja wahrscheinlich bei GoP intern irgendwo vergraben. Dort bin ich jetzt so als die Sau dort gestanden und gefunden, hey Leute, wenn das der Beruf ist, dann muss ich schleunigst in der Versicherung und temporär arbeiten. Dann habe ich geschworen, jetzt habe ich so etwas gemacht, nachher mache ich das nie, nie mehr. Aber es war im Nachhinein sehr, sehr lustig gewesen eigentlich. Okay. Janet Meyer auch noch damals, du erinnerst dich? Nein, du erinnerst dich nicht, du bist zu jung. Die hat das irgendwie moderiert, der Christoph nickt. Ja, ja, die hat das irgendwie moderiert, weißt du, so ein Talk. Die hat sich die ganzen Talkshows aufgekommen, so in den Ende 90er Jahren. Ja. Das weisst du aber noch. Ja, ja, ja. Und dann hat sie das moderiert, wir als Produkt haben, das müssen sie irgendwie äußern. Ein Horror. Was hat die für eine Sendung gemacht, Christoph? Die hat sogar, gell, Christoph, die hat doch da irgendwie so eine Band gehabt mal. So. Ja, das Erotic ist das gewesen. Das war eine Band gewesen, aber es ist dann irgendwann rausgekommen, dass sie einfach nur, dass sie gar nicht wirklich gesungen hat. Das ist so eine Mini-Marie-Geschichte. Also, ja, genau. Erotic. Alles in den 90ern. Ja. Ich glaube, in den 90ern hat niemand selber gesungen. Wahrscheinlich. Frank und ich haben es mal davon gehabt. Wir haben gesagt, wahrscheinlich ist ein Typ. Ist gesehen, alles gesungen. Ist gesehen für alle die Eurodance-Songs. Die gegrabt hat und irgendwelche die super Vocal-Stimmen für die geilen Tracks. Ich glaube, in den 90ern ist nicht groß. Alles Fake News. Ja. Siehst, Fake News gibt es eigentlich schon ganz lange. Ja, das ist gar keine neue Erfindung. Das gibt es eigentlich schon ewig lang. Das gibt es eigentlich schon länger. Das ist so. Ja. Ja. Aber für Geld nicht arbeiten, das ist eigentlich noch clever, oder? Das haben Mili und Vanille dort besser gemacht. Die haben eigentlich nicht geschafft und hast du Zeit kassiert. Ja, gut, die haben müssen überall rumhampeln. Ja gut, sie haben nicht die effektive Arbeit, einmal im Studio einsingen, ist nicht so viel Arbeit, wie nachher hier rumtouren. Und das stimmt, sei ihnen gegönnt. Ja. Ja. Danke. Machst du noch viele Studio-Sachen? Irgendwelche Aufnahmen, Werbespots? Ja. Ja, so weit wie ich halt kann, weil ich halt auch beim Radio beschäftigt bin, da kannst du nicht immer überall die Stimme geben, wenn du beim gleichen Sender auch noch moderierst und so. Ja. Also aber, du darfst für eigentlich jedes andere Radio darfst Werbung schwätzen, nur nicht fürs eigene. Oftmals machen sie Werbung für alle. Oder? Genau. Und drum, aber ja, das finde ich eigentlich auch noch cool. Das mache ich auch noch gerne. Ja. Du hast beim Frank hast du das Intro geschwätzt, gell? Ja. Ja. Das ist super gesehen. Gell? Ja. Habe ich gefunden. Das ist wirklich perfekt. So, und hier ist der Meister. Er hat eine erste Version, die hat mir nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen, da habe ich gesagt, Frank, ich mache das für dich. Oh, Französisch ist ja, gell? Ich finde, all die männlichen Namen tönen so unmännlich bei den Franzosen. Oh, Joël. Joël ist ein französischer Name. Das ist ein schlechtes Beispiel. Jules. Weißt du, Jules? Jules. Ja, Jules zum Beispiel. Bin ich, also, ich bin mal Mission Impossible 2 in Frankreich schauen. Und dann haben sie tatsächlich die ganze, ja, schon Französisch gesehen, nicht Englisch mit Untertiteln. Ach. Und der hat ja geheißen Ethan Hunt. Das ist ja sein Name. Mhm. Ethan Hunt. Und danach hat irgendwann da große Szene, Autounfall, was weiß ich, er rettet sie und sie ist so in seinen Armen und sagt sie irgendwie, guck mal, wo vous appelez? Und er, Ethan Hunt. Und uns hat es so verblasen im Kino. Nein. Meine Mutter ist schon dabei gesehen und wir so. Und alle anderen sind so richtig so pikiert. Das so, nicht, ja. Ja, warum lachen die jetzt so? Warum lachen die jetzt so blöd? Was soll das? So geil. Von der Schwarzenegger, wenn er an mich einfach das Original los ist. Ja. Yeah. I have nothing to wear. Der also, Kindergarten kommt, I have nothing to wear. Mein Lieblingsclip vom Schwarzenegger geht 4 Sekunden, wo jemand sagt, excuse me, can I see your invitation? Na, sure, here is my invitation. Und dann nimmt er so ein Fernstierding und bloßt auf die ganze Hütte in die Luft. Sure, here is my invitation. Kannst du das schnell raussuchen, Christoph? 4 Sekunden Zitat recht, sure. Das schaffen wir. Sure. Schwarzenegger, invitation. Sure, here is my invitation. Bam. Das würdest du auch gerne machen. Was? So Schauspiel, Actionfilm und so. Gell, das würdest du gerne machen? Ich habe es schon ein bisschen gemacht. Und Miglu, wo ist, noch? Es ist zu anstrengend. Also, der Film, den ich gedreht habe, dort hat es nicht so Action-Szenen gegeben, aber ich habe ja noch eine Schulhaus-Soap gedreht. Best Friends. Die Lehrer, Best Friends. Und
Und ich bin der Böse gesehen. Und darum hat es da tatsächlich einmal eine Verfolgungsjagd gegeben. Und die ist komplett inszeniert worden. Mit im Regen, die Allee entlang rennen. Ich habe meinen Stunt sogar selber gemacht. Hey! Wo es wirklich geheißen hat, der Brunnen hat irgendwie so 10 cm Tiefe gehabt. Und ich so, hey, ich kann dir den Fall gut gehen, das ist kein Problem. Und ich so, hey, aber es ist erst der 3 Tage. Das ist von der 3. Staffel, der neue Staffel gesehen. Und danach hat so, hey, aber nein, das können wir nicht und so, weil wenn du dich verletzt und bla und bla. Und dann wirklich irgendwann der eine Kameramann, wo es angeschissen hat, dann habe ich gesagt, so, wenn er es will machen, soll er es machen. Weißt? Und ich sage, so, danke, geil, sicher. Wenn er tot ist, ist er tot. Und dann bin ich extra, wirklich bin ich so beim ersten Take, gehe ich so. Und erst dann sehe ich, dass es in dem Brunnen noch so Höhe hat. Ja, so ein Zeitloop. Und danach habe ich mich so abgedreht und natürlich habe ich mir weh gemacht. Und dann habe ich natürlich auf keinen Fall dürfen zeigen, dass ich mir weh gemacht habe, weil ich eine halbe Stunde diskutiert habe mit dem Regisseur, dass ich das jetzt da mache. Und dann haben wir irgendwie dort den Ellbogen angeschlagen und danach habe ich da, es hat immer noch so ein kleines Bölleli. Ich bin es nie zeigen oder so. Ja. Aber es ist, glaube ich. So, ist alles gut? Ja, das Blut so tropft. Ja, ist gut im Fall. Ist etwas, nein. Nein, und das ist mir alles immer zu anstrengend, zu viel Wartezeiten. Film ist anstrengend, das ist echt mühsam. Du hast ja schon viel gedreht. Ja, es ist anstrengend, aber ich kann es gleich gerne. Ich habe den Groove gerne. Also man sagt, das ist so ein bisschen Flirr in der Luft. Und ja, ich bin tot kaputt nach einem Drehtag. Einfach wach ins Nest, im Koma bis am nächsten Tag. Einfach müde, aber das Ding, dass eben immer, du musst ja immer auf Habachtstellung sein, bis Ton und Licht alles wieder umgestellt ist. Und so. Und ich habe das irgendwie gerne. Ich habe das Flirren, das Geschrei, das ein bisschen vorwärts machen, immer ein bisschen nervös alle. Was ich zum Teil schwierig finde, ich tue mich schwer mit halt so x Takes, weil von der Bühne kenne ich es, ich bin ja bei Proben für Theaterstücke und so, bin ich immer mega, will ich sagen, ich bin eigentlich nie so auf 100% gesehen, wenn es nicht zu 100% zählt hat. Also mit meinem Regisseur hatte ich mal Diskussionen gehabt, wo er gesagt hat, du bist so ein dummes Sieg. Ich sag, mach's so. Oh, Achtung. Ich sag so, mach's so. Und du sagst, ja. Und dann machst du es aber nur so halb. Und ich so, ja, aber ich weiß ja, was ich muss machen. Und er so, ja. Und ich weiß, dass du es dann bei der Premiere auch richtig machst, aber ich will es jetzt einmal sehen. Und ich bin so ein Mensch, rucke zur Wand, dann kommt die Performance. Ja, es gibt zum Kollegen. Ich kann nicht proben, ich kann nicht. So, und bei Filmen sehe ich mich dort auch zum Teil im Problem, weil man kann ja dann nochmal einen Take machen und das ist dann so ein bisschen, du probierst, zum Beispiel, wenn du nicht im Shot bist, ich weiss, das ist jetzt die Close, ich gebe es dir, aber ja, aber, also, dass ich nicht gerade Candy Crush spiele, ist auf der Anstand. Weißt du, ui, nein, da bin ich voll dabei. Aber du bist Herzblut-Schauspielerin. Aber bist du auch, also... Ich glaube, es gibt gar nicht so... Ich bin Herzblut-Komiker. Es ist eine ganz viele Sache, aber ich bin das im Grunde eigentlich auch immer schon gewesen. Wenn ich zurückdenke an meine Schauspielschulzeit, ich habe immer punkten, wenn Komödien gewesen sind, wenn diese Sachen gewesen sind. Das ist meins, so als ernsthafte Darstellerin. Es hat mir auch nie so Freude gemacht. Es gibt ja auch Untersuchungen von Neurologen, dass die Gefühle, die du durchmachst, du schüttest die entsprechenden Hormone in deinem Körper aus. Ja. Also es passiert dir, dein Hirn unterscheidet nicht zwischen Fake und Real. Und wenn du nach so einem Arbeitstag heimgehst, wo so Tschechows und so, das ist anders, als wenn du nach einer Komödie heimgehst. Du nimmst das Lachen mit, du nimmst das Beschwingte mit. Ich liebe das einfach. Und darum ist das so viel schöner für mich, so viel schöner, Komiker zu sein oder Komikerin zu sein oder Komödie zu machen, als die harte Kost. Ich sehe die gerne und schaue das gerne, aber das Machen finde ich einfach so viel lässiger. Ja. Die heiteren Sachen. Das verstand ich absolut. Und ich finde eben krass, wie das auf die Psyche tatsächlich kann. Voll. Umschwingen. Also wenn aber du hast ja das Geheimnis, das sagst du auch, dass eben das Feel-Good-Comedian, du kannst dich selber, wer es mitbekommen hat, in die Wiege gelegt, kann sich dort antrainieren. Du musst deine Gedanken einfach auf eine positive Bahn leiten. Du kannst nicht Sachen, die gut sind, schöner reden, aber du kannst dich ablenken und deinen Fokus auf die guten Sachen setzen. Die gibt es überall. Yeah. Dann kannst du dich trainieren. Und dann geht es dir einfach 300'000 Mal besser im Leben. Das ist so einfach wäre es. Und das ist für die jetzige Zeit umso wichtiger. Das finde ich auch. Ja. Das finde ich auch. Ich habe wirklich, als wir zusammengekommen sind, jetzt gerade vorher, gesagt, ich habe so einen kurzen Moment gehabt, wo es geheißen, nein, es ist wirklich zu 50 beschränkte Leute, wo ich so einen kurzen hatte,
wie lange noch? Yeah. Weißt du, so findest du, ich habe keinen Schnauf mehr. So den Tag der Blues und jetzt geht das aber auch wieder gut. Jetzt ist dann, ja, jetzt ist jetzt halt so, ich akzeptiere das, mache, was ich kann und es wird wieder ändern. Und das muss man ja immer sagen, es ist ja nicht so, dass man jeden Tag aufsteht während so einer Pandemie und sagt, ah, ist alles geil, juhu. Und das geht auch nicht, aber es geht eben darum, dass man sich, irgendwie sich selber in Relationen setzt. Dann. Aber auch das Gegenteil, geht ja nicht aufstehen und sagen, oh Gott, es ist alles so schrecklich. Weißt, weil genau. Eigentlich ändert sich ja nichts an der... Du stehst auf und putzt deine Zähne. In dem Moment ist ja alles noch gut. Du bist zu Abend dann halt nicht auf der Bühne, wie du vielleicht sonst gewesen wärst. Aber dann machst du doch ein gutes Essen mit Freunden. Mhm. Auch gut. Mhm. Weißt? Dann musst du es halt einfach so lösen. Es ist ja, das Problem ist, wenn das Hirn ja anfängt zu denken, absolut. Wie viel Geld hätte ich können verdienen können? Wie geht es denn weiter? Kann ich das nochmal machen? Wie soll ich das zahlen? Yeah, yeah, yeah. Dann reitest du dich auf so eine Welle. Und das ist eben genauso, wie du eigentlich in einem Stück als Schauspieler machst. Du gibst dich in einen Text rein, wo gar nicht die Realität ist. Yeah. Ja, und dann kommen so die Bad Vibes. Genau, vor allem, wenn es dieses sozusagen negative Mantra wird, oder? Ja. Es ist alles verschissen. Und jeden Tag wachst du auf und sagst, es ist alles verschissen. Stell dir überlegen, so, was mache ich jetzt? Was könnte ich noch machen? Ein Kollege von mir, der muss ich auch mal einladen. Also wir haben gesagt, wir machen es mal. Der kommt sicher irgendwann im Podcast. Fabian Zbinde, so ein ganz geiler Koch. Mhm. Hat für große Namen in L.A. gekocht, im Restaurant von Robert De Niro und so. Und irgendwann ist mal alles zu viel gewesen. Dann ist er zurück in die Schweiz. Und dann ist er durch Bern mit so einem kleinen Truck, hat zwei Topfgerichte jeden Tag rausgelassen. Und jetzt hat er so eine Healthy Food Linie, die er auch in Deutschland verkauft. Das ist mit dem Behöhlen der Löwen gesehen und so. Großartiger Typ. Ich lade ihn auf jeden Fall mal ein. Und er hat mir gesagt, noch lange vor der Pandemie, hat er gesagt, wenn er am Morgen aufwacht, dann ist die erste Realisation, so schön, ich lebe noch. Und dann schaut er drüber, meine Freundin, sie lebt auch noch, wir sind zusammen da, wie toll. So steht er auf. Und ich sage, das schaffe ich noch nicht ganz, aber ich finde es geil. Aber der Grundgedanke stimmt ja. Also weißt du, dass dir auch nichts weh tut. Es kommt ja dann irgendwann auch mal, wenn alles ein bisschen alt und gebraucht wird, aber es tut dir nicht weh. Und irgendwie ist da, ja. Ich glaube, Menschen wie du und ich, die also recht positiv unterwegs sind, für uns ist das wie selbst. Also, weißt du, wie kann man anders denken als, hey, oh, fein, Kaffee? Und, und für Leute, die anders programmiert sind, ist das natürlich extrem schwierig. Aber es ist nur eine Phase von einer Zeit, wo du dich wieder umtrainieren musst. Mm. Dann kommt auch ein Automatismus über. Zum Beispiel so rumsäckeln mit dem Handy und föteln, das mache ich auch gern. Weißt du, der Herbst, die Sonne. Ich mache das sehr gern. Aber du bist dann unterwegs und fokussierst dich auf die schönen Ausschnitte. Yeah. Das berührt dich gerade in einen guten Mood rein. Du findest, schau mal das Laub. Also, weißt du, was auch immer. Mm-hmm. Du bist automatisch fokussiert und suchst Schöne. Wenn du natürlich die ganze Zeit schaust, wo haben die Leute Zigarettenstummel angerührt und Kaugummi, dann regst du den ganzen Tag auf. Weißt du, kannst auch. Feel free, aber das andere ist einfach geiler. Wer ich oft erwähne in diesem Podcast, ist der Darren Brown. Der ist eigentlich Magier und Illusionist und was weiß ich und so weiter und so fort. Der macht ganz geiles Fernsehen. Und eine Sendung ist mal darum gegangen, wie Glück quasi erzwungen wird. Und zwar hat er zwei Menschen ausgesucht. Jemand, der behauptet, ich habe immer Unglück im Leben. Und jemand, der behauptet, er hat immer Glück. Und danach hat er so einfache Experimente mit denen gemacht, mit versteckter Kamera, dass er zum Beispiel Geld auf der Straße liegen lassen hat. Oder? Und der immer Unglück hat, der hat es natürlich nicht gesehen. Weil er in seinem Kopf irgendwie, weißt, gar nicht richtig schaut und irgendwie unzufrieden ist mit seinem Leben und dann läuft es so. Und der, der Glück hat, der läuft so rum und dann sieht irgendwie, oh, da hat es ja Geld am Boden. Und das Gleiche ist gesehen mit irgendwie so einem Flyer, den sie im Briefkasten geworfen haben, von wegen, sie haben gewonnen. Weißt, das Einzige, was sie machen müssen, ist der Zettel ohne Frankierung, ich erfinde jetzt, aber es ist etwas in diesem Ding gewesen, ohne Frankierung oft wieder im Briefkasten werfen. Weißt du, was du findest, nichts zu verlieren. Und der, der immer Glück hat, der findet so, voll geil, macht's und so. Und der andere schmeißt es natürlich weg und so weiter und so fort. Also es geht natürlich in das Sachen zulassen und voll, also ich habe immer das Gefühl, weißt du,
offensiv. Bist du auch zu jung? Früher hat man so die Radiostation mit den Nadeln, weißt, eingestellt im Auto. So. Man hat dann so geschraubt. Ja. Das kennst du noch von Erzählungen von früher. Ja. Und ich habe das Gefühl, genau so Frequenzen muss sich auch der Mensch begeben. Weißt, du musst dich so ein bisschen auf die Vibes einstellen. Und dann ist es wirklich effektiv so. Und so mache ich auch die Erfahrung, dass dir dann auch die guten Sachen passieren. Ja. Aber erwartet, ich sage, mit meinen Kids, weißt, früher jetzt sind sie einfach grösser, als wir so Beef gehabt mit den Kollegen und den Gespenden. Und so. Und ich habe gefunden, bist du der Freund, den du gerne haben willst? Ja. Fang du an. Also weißt, fang an, gib. Das sind so Sachen, gib. Zahl den huren Kaffee. Deinen Kollegen, wenn du gehst trinken, fang an, geh. Und du kommst so viel über. Also von allen anderen Seiten, es ist nicht eins zu eins der Austausch, aber wenn du nicht anfängst, geh. Mhm. Wie kannst du erwarten, überzukommen? Und das hat mit Lächeln zu tun, das hat mit Komplimenten verschicken zu tun. Du musst anfangen, das machen, damit es dir passiert. Mhm. Dann ist es wirklich wie so eine Frequenz, wo du drauf bist. Und ich erlebe das. Das ist ja nicht irgendwie wahnsinnig esoterisch, sondern in dem Moment, wo du freundlich auf die Leute zugehst, kommt so viel Freundlichkeit retour. Das ist so simpel. Das ist logisch. Die Sorge ist dort immer natürlich, dass man dann ausgenutzt wird. Das höre ich von vielen Menschen, die sagen, aber du kannst doch irgendwie 100, ich merke schon, wenn ich 20 Mal gebe und 20 Mal das Essen zahle, dann merke ich schon irgendwie, okay, schau, die oder andere sind nicht der gleiche. Yeah. Dann höre ich irgendwann mal auf. Mhm. Das bringt es ja nicht. Das ist eine die Idee von Freundschaft. Mhm. Generell, das hat nichts mit dem Geld zu tun, das hat generell mit dem Austausch zu tun. Der andere würde schon, wenn er dir etwas würde wollen, geben, weißt? Und ich zahle gerne 20 Mal und der andere einmal. Das ich kann nicht zählen. Aber irgendwann merkst du und dann hörst du auf. Und es ist so simpel. Also, weißt, das ist so. Du musst auch ein bisschen wach bleiben, nicht zum Schauen, könnt ihr es wieder retour, sondern fließt auf. Ich glaube, das Wichtige ist auch, dass wenn man gibt, dass man eben dann nicht automatisch erwartet, zurückzukriegen. Ja, gibt das richtig. Du musst wirklich geben in der Erwartung, ich gebe das jetzt und ich has gegeben. Mhm. Du musst mir nicht nächste Woche zurückgeben. Mhm. So. Sonst funktioniert es aber nicht. Weil sonst hat man immer noch irgendwie den negativen Gedanken von, aber letztes Mal habe ich den Kaffee gezahlt. Dann ist es auch nicht mehr das Gehen. Also das Gehen finde ich auch so ein bisschen bedingungslos. Gib einfach, wenn du willst. Ja. Und das hat mit Vortritt und so zu tun. Es gibt die Leute, die sagen, könntest du Danke sagen, weißt du, im Auto, wenn du die Leute führen lässt. Und sie fahren einfach hin und dann regen sie sich auf, dass er Danke gesagt hat. Ja. Da finde ich, lass ihn doch einfach rein. Du hast etwas Gutes gemacht, ist doch wurscht, wie der darauf reagiert. Aber du hast dich irgendwie fein benommen. Das ist das Wichtige. Was der denn damit macht, ist wie nicht mit deinen Händen. Egal. Ich finde aber manchmal, ich als Fußgänger bin sehr bedacht darauf, Menschen Danke zu sagen. Auch bei einem Fußgängerstreifen. Voll. Schnell irgendwie sich bemerkbar zu machen, zu sagen so, hey, ist mega nett, bist du angehalten. Und ich finde zum Teil, wirklich, wenn sie nicht einmal schauen, da habe ich dann zum Teil das Gefühl, die wären vielleicht gar nicht so unfroh, wenn ich jetzt nicht gebremst hätte. Weißt du? Ich habe wirklich so das Gefühl, so sorglos kannst du ja gar nicht mit dir selber umgehen. Weißt du? Ja, aber es ist wie deine Entscheidung. Ich bin auch deiner Meinung, dass Danke sagen, wenn du als Fußgänger freundlich bist, super, aber es hat wieder mit dir zu tun. Du musst es abgeben, wenn du den Vortritt gibst. Der andere macht dann wieder sein Leben, baut so, wie er es für richtig hält. Du hast in dem Fall auch nicht irgendwie Road Rage oder so, wenn du fährst. Doch. Fest. Ja? Ich bin so wirklich nicht aggressiv. Du kannst mit mir irgendwie, ich weiß auch nicht, ich laufe einfach weg, wenn ich es nicht mehr lässig finde. Weißt, ich bin nicht so auf Beef aus und so. Yeah. Aber im Auto? Wirklich? Da kommt das ganze Tourett, all die angestellten Sachen, weißt du. So. Aber irgendwie lustvoll. Wenn ich das so darf sagen, ich reg mich dann schon auf, aber es macht mir auch Freude. Weißt du? Fahr mal, du Honka, schleich doch rechts, weißt du, 30, hallo! Wirklich? Aber es tut mir dann gut, ich steige dann raus und finde dann so, neugeboren. Das ist also eine Therapie dann. Also ist so. Ja. Irgendjemand musst du rauslassen. Ja, im Auto. Ich habe ja ein Vespa. Yeah. Dort bin ich nie aggressiv, dort bin ich die Aggressionen verursacht, weil ich ja alle immer überhole. Das ist ja der Vorteil, weißt du, beim Stau und so fädeln wir und dann so. Ich werde ständig zusammengeschissen und ich bin aber immer überall am Winken und mich entschuldigen. Das macht mir dann Freude, bin ich der Arsch. Ja, vor allem, das ist so eine geile, silbrig glänzende Jacke. Ja, also es ist ein Happening, wenn man die auf der Vespa sieht. Hellblaue Vespa mit einer silbrigen Jacke, das wäre ich. Und einem geilen, großen Helm noch so, es ist wirklich.
Ja, du bist der einzige, der Freude hat. Die meisten Autofahrer haben nicht Freude an mir. Ja, du bist mir noch nie auf ein Auto gefahren, muss ich sagen. Dann weißt du, wirklich die Idioten, denke ich, was die Fahrer sind so hässig, sie sind vorne am Rotlicht und ich überhole dann alle im Fahrdämm vor die Nase. Yeah. Vor das Rotlicht. Ich bin eh schnell mit meinem Töpfchen. Genau. Dann regen die sich so auf. Und dann holen sie mich ein. Weißt du, vielleicht habe ich ihnen die Position weggenommen. Wirklich? Ja, also wirklich. Komm, Junge, jetzt willst du wirklich mit mich Töpfchen über den Haufen fahren, weil ich deine Pole Position geklaut habe. Ich behindere ihn ja nicht. Yeah. Also erlebst du Sachen im Fall. Aber siehst du, das habe ich zum Beispiel nicht. Das, sogar wo wir das Iglu gebaut haben. Nein, ich habe jetzt ein grösseres Verständnis für dich. Du hast irgendwie den Hulk Hogan irgendwie imitieren. Ja. Das war dein Begehr. Ich verstehe vieles jetzt. Ja. Siehst du noch? Ja, jetzt. Ist gut, haben wir das mal ausdiskutiert. Ich bin froh, aber ich habe dich trotzdem gerne gehabt. Dort schon. Dort schon? Ja. Hast du einfach gedacht, das ist ein Schnösel. Ich bin der Hulk an mich vorher gekommen. Ist ja, ja. Oh Gott. Eben, das habe ich extra gemacht. Der mega Ehrgeiz. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Das ist gefährlich. Siehst du, darum hast du auch das Quiz gewonnen und ich weiss es nicht einmal mehr. Die Feitsche, also du bist natürlich sofort rausgefallen. Ich bin über mehrere Runden weitergekommen. Du weißt es gar nicht, bis sie glaube eine Frage gestellt haben und weg bist. Wahrscheinlich, ich bin natürlich weiter und weiter und weiter gekommen. Gegen den Gilbert Gress. Aber sie haben die Fragen vorher schon gekannt. Ja, das ist sehr herzig. Toto Goal. Jeder Schuss ein Treffer. Toto Goal. Das war meine Lieblingswerbung mit dem Gilbert Gress. Toto Girl, wer hat es so geil gesagt? Ich kann den Schilberg jetzt nicht nachmachen. Außer Toto Girl. Das machst du aber super. Das langt. Ey, was ist mit dem Schilberg passiert? Ja, stimmt. Schon lange nicht mehr gesehen und gehört. Das ist auf einmal nicht mehr so. Das ist 5 Jahre lang. Hast du den jetzt wirklich können überall anstellen? Der hat zu viel gekostet. Sparmaßnahmen, Messerhef. Das ist so schrecklich. Alles. Sparen. Das finde ich so furchtbar. Alles wird zusammengestrichen und gespart. Irgendjemand muss sparen. Ja. Ja. Beim Gilbert Gress haben sie angesetzt, dann wird das Vermögen bekommen. Toto Goal. Er war sich gewohnt, weißt du, der ganzen Werbedienst. Ja, klar. Und SRF mit seinen 500 Franken. Oh, no. Ich sprach Toto Goal. No. Ich kenne Toto Goal. Das ist Toto vorbeigeschossen. So geil. Das nicht. Das ist aber so die Figuren, weißt du, die sich so geil aufregen. Ich habe das so gern, die so voll und ganz dabei sind. Das ist schon er. Er ist ja so, er redet ja mit Fuß, Hand und allem. Ist dann so voll dabei. In der Schweiz ist man immer so ein bisschen gemäßigt. Ja. Sie haben auch so eine Figur gesehen. Ja. Absolut. Und ich habe das eben noch gern. Es gibt den ganzen Tag, wenn ich den Blues habe, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Mann, da kommt mir schon noch Sinn. Einer, der FC Milan kommentiert immer. Ah, Crudelli, Tiziano Crudelli, Tiziano Crudelli. Crudelli, genau. Hey, und wenn der Gott, er stirbt. Wenn ich so ein bisschen finde, ding. Der dreht komplett durch. Dann YouTube und dann schaue ich den und dann stirbe ich vor Lachen. Ich finde das so lustig. Wie der, no, man muss auf Atem. Der stirbt mit denen. Es ist so, so cool. Vor allem, weißt du, was ich richtig faszinierend finde an dieser Sendung? Das Konzept von dieser Sendung, das hat mir mal ein Kollege erklärt, weil ich habe vom italienischen Fernsehen jetzt nicht so viel Ahnung, dass alle Rechte für die Match, wie bei uns langsam, das ist ja alles privatisiert. Mhm. Das ist Bezahlfernsehen, das ist der Buschabo, da musst du irgendwie Sky oder was es auch immer ist, musst du irgendwie 20 Euro im Monat zahlen. Und viele haben und wollen das nicht ausgeben. Also haben das Geld nicht oder wollen es nicht ausgeben. Und dann gibt es auf so normalen Sender, gibt es dann eben so Sendungen, wo du nicht den Match siehst, sondern du hast einfach an verschiedenen Tischen hast du Kommentatoren, die beschreiben, was passiert. Und dann hast du eine Konferenzschaltung, ohne dass du jemals eine Szene vom Fußballmatch siehst. Du musst dich mal achten. Du siehst den Crudelli, du einfach dort hocken, er schaut auf den Schirm, du siehst aber nichts vom Match. Du siehst hinten das Ergebnis. Und der Moderator, der switcht, sagt ab und zu, hey, erzähl mal schnell, was läuft jetzt eigentlich bei Inter? Okay, und da, was ist beim Napoli-Match? Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das sind die Szenen einfach rausgeschnitten. Weißt du, was einfach auf ihn draufheben? Nein, sondern das ist die ganze Sendung. Ist das nicht geil? Scheisse. Ui, nein. Doch, weil, das ist auch noch so etwas, Italiener haben, ich glaube, eine durchschnittliche Seetour, ich erfinde jetzt, aber irgendwie 12 Stunden am Tag läuft der Fernseher. Immer Kiste. Immer. Also, und darum kannst du auch viel am Fernsehen machen wie eigentlich Radio. Weil es ist ja, bildlich ist das jetzt nicht so spannend, wenn einfach 10 Typen dort hocken und alle in den Bildschirm schauen und einer sagt, ah, bei uns hat es gerade ein Goal gegeben. Und ja, da ist immer noch Aber wenn der andere schreit, Goal, Goal, dann
hörst du in der Küche. Was lebt der Italiener? Läuft auf dem Fernseher. Genau. Kocht und macht und hockt nicht mehr vor der Kiste, aber er läuft einfach im Hintergrund. Von wo kommt dein Name mit dem Italienischen? Bündner, das hörst du doch. Ah, Bündner? Das hörst du. Ich habe gedacht. Ein charmanter Dialekt. Du hast einen klassischen Bündner Dialekt. Ja. Drum? Es tut mich, dass du überhaupt fragst, aber es ist ein Bündner Dialekt. Ist Cantieni Bündner? Ja. Ist nicht italienisch? Die korrigieren mich. Die heißen aber Cantieni. Ah, Cantieni? Cantieni heißen die. Also, danke, dass sie mich darauf aufgeklopft haben. Ich hätte es gewusst. Das ist ein Bündner Geschlecht. Es gibt ein ganzes Nest rund um die Schule herum dort. Okay. Mhm. Ich bin irgendwas im Bündnerland gesehen. Keine Ahnung. Das ist so schön. Ich habe es einfach wahnsinnig gern. Ich habe es wirklich gern. Ich finde das Bündnerland einfach unheimlich schön. Ja gut, ich glaube, jeder Mensch in und um Zürich. Ja, wobei die Lenk ist auch schön. Auf der Lenk ist es ja auch schön. Yeah. Ja. Ja, aber es hat ja auch mit der Geografie zu tun. Also wir sind halt von Basel, Nordwestschweiz. Für uns ist so alles gleich weit. Ja, das stimmt. Und darum hast du nicht so deutlich einen Ort, wo stärker... Es wäre für Zürich also auch. Also bist du in Grindelwald in einer Stunde, anderthalb bist du... Naja, ich übertreibe ein bisschen. Aber bist du in Berner Oberland bist du auch relativ schnell. Es ist ja nicht so weit. Also ist das schon lächerlich, ob du eineinhalb Stunden fährst oder zwei. Ist ja Wurst. Dort geht es eben los. Und dann fährt noch so eine Glitzer-Vespa vor das Auto. Genau. Dann hast du nochmal eine Minute länger. Also du überlegst du dann Pole schon. Pole Position gestohlen. Ja? Gestohlen. Position im Verkehr, einfach weggenommen. Überlegst du dann schon, wo du genau hingehst? Ja. Ich glaube, das macht viel aus. Darum ist Bündnerland. Ich glaube, es ist so gewohnt. Gell? Die Eltern gehen immer dort und dann geht man selber auch immer dort und es kommt einem gar nicht im Sinne, auf die andere Seite zu fahren. Ja. Bist du ein grosser Wintersport? Also gut, du hast wenigstens ein Outfit schon gehabt fürs Iglu, im Gegensatz zu uns. Ich bin ja im Grunde genommen Jugo. Meine Eltern sind ja Jugos. Wirklich? Ja. Also jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Tamara Cantieni aus dem Bündnerland. Eigentlich heiße ich Cantinovic und habe mir einen Künstlernamen. Cantieni, ja. Nein. Das ist ein angeheirateter Name. Ist es? Ja. Was ist die... Motika, habe ich geheißen. Wie? Motika. Motika. Okay. Tamara Motika. Auch gut, oder? Tamara Motika finde ich auch immer noch. Ja. Das ist angeheiratet. Ich habe gedacht, du hast deinen Namen behalten. Ah. So unemanzipiert. Ich bin völlig devot. Das gibt mir gar nichts. Mach mir ein Risotto. Ich sage, ist gut. Dann kann ich kochen. So bin ich. Das ist der Jugo in mir. Ich kenne dich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Timas sagt, mach mir ein Risotto. Kann mir jetzt nicht vorstellen. Er sagt, mach die Flaschen auf. Das verstand ich auch. Ja, das verstehen wir alle. Und ich mache auch gerne mit. Aber vielleicht ist es darum der Gegensatz, weil wenn du im Privaten so devot bist, haben die Leute das Gefühl, du musst das beruflich rauslassen. Und darum können sie bitte bei uns Domina spielen. So eben, so unterwürfig wie ich bin. Das ist eben der Schauspieler, weißt du, der ganz in eine andere Rolle schlüpft. Natürlich. Komplett anders. Ja. Und so bin ich eben gar nicht so skimässig gross geworden. Wobei wir haben trotzdem, meine Eltern sind super. Wir sind recht integriert gewesen, muss ich im Fall wirklich sagen. Wo bist du aufgewachsen? Muri Aargau. Ja. Ja. Und wir sind aber immer, meine Mutter hat das durchgezogen, ist mit unseren Skiferienfreundin von ihr, irgendwie, weißt du, in Engelberg sind wir alle Jahre und haben das gelernt. Und also bin ich im Fall recht dankbar. Schon als Kind habe ich immer so eingeteilt in die Dunkeljugos. So die Hardcore, weißt du, wer ihr eigenes Konzert gehen und das Essen auch so ist. Und wir sind so ein bisschen Schnitzel Pommes frites gegeben, Nachbarn, weißt du, die Schweiz sind nicht mehr bei uns gewesen. Und also meine Eltern, ich habe das irgendwie immer, bin immer froh gewesen, dass es bei uns ein bisschen so ist. Weißt du, dass wir wieder so. Das war noch vor dem Krieg gewesen. Vor dem Krieg war das in Jugoslawien damals ist noch cool gewesen. Das haben die Leute noch gerne gehabt. Das ist wie heute Kroatien wieder ein bisschen ist. Die haben gesagt, oh ja, ich war schon in der Ferien, gewesen, das ist lässig. Und so. Bei uns sind die Italiener dran gekommen, weißt du, noch in der Schule. Yeah. Aber ich war so ein bisschen der Chef. Gewesen. Ja, das ist schön, dort bist du gar nicht so vorgekommen als der Ausländer oder negativ. Okay. Wirklich null. Yeah. Und dann ist der Krieg und plötzlich bist du der Doppel gewesen. Weißt, plötzlich bist du angefindet worden. Und so, woher kommt dein Name? Und dann hat gesagt, das ist Matik. Und die Leute so, dann fragt sie zuerst schon, wie sie kein Itchi, woher kommt das denn aus so Jugoslawien? Dann sagt sie so, krass. Das sieht man dir nicht an. Und du merkst schon, wie sich der Blick zu dir verändert. Mhm. Ich glaube, es war mit dem Grund, warum ich damals gefunden habe, vielleicht nicht wegen mir, sollte ich den Namen ändern, aber wenn du mal eine Familie hast und so, vielleicht tust du dem Kind keinen Gefallen. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen situationsbezogen. Nicht, ist eigentlich logisch, dass ich das irgendwann wieder rehabilitieren werde. Aber in dem Moment hat das nicht so ausgesehen, gerade kurz nach dem Krieg, als ob das sich wieder rehabilitieren. Bist du einfach der schlechteste Mensch auf der Welt, Punkt. Das finde ich schon noch heftig. Mega, weil du gehst am Montag in die Schule
Und am Dienstag vor der Kirche gehen, du gehst am Dienstag in die Schule und du wirst als anderer Mensch wahrgenommen. Das ist krass. Obwohl du immer noch genau gleich bist. Also es ist schon so fest, dass dich plötzlich die Leute gemieden haben. Schon klar. Gekannt hast, ist alles klar. Aber Leute dann nachher kennenlernen. Dass die Dynamik sich ändert. Das ist schon. Motika ist jetzt wirklich relativ einen neutralen Namen so vom Ton her. Aber natürlich fragen dich dann alle, woher kommt das, was ist das? Und die Reaktion, weißt du, einfach im Gesicht so das Verschrecken. Als hättest du dich bei 7 Jahren im Knast gewesen. Das ist einfach gerade der. Mittlerweile ist es wirklich anders. Es ist so, so wenn ich im Sommer in der Wohnung in Kroatien, wenn ich immer Ferien mache, dann finden die Leute, ah, oh, wie lässig, so schön. Das ist okay, ist gut. Vor ein paar Jahren warst du der schrecklichste Mensch, aber Kroatien kann man niemandem Vorwurf machen. Kroatien ist super trendy. Ja, voll. Voll trendy. Also ich finde es ja eh schön. Also ich verstehe, warum man gerne dort ist. Ich finde es schön. Ich finde den Food einfach nicht. Sorry, Volks. Aber Food, nein. Und das finde ich ist so wichtig, weil ich esse so gern. Und dann möchte ich gerne irgendwo sein, wo ich, weißt du, so, das kann essen. Und ich kenne mich jetzt inzwischen aus dort, wo wir Ferien machen und weiss, wo ich kann essen kann. Das überkomme ich gerne. Aber eigentlich ist jedem Restaurant die gleiche Speisekarte. Sie kennen nicht im Fall. Wirklich, Cevapcici überall. Yeah. Weißt du, so, Fisch ist natürlich schon auch am Meer, aber nicht irgendwie wahnsinnig originell. Einfach der Fisch und dann hast du immer die gleiche Beilage, Herdöpfel und Spinat. Und das gibt es überall. Gesundheit. Danke. Du weißt, dass das gefährlich ist in Zeiten wie denen, so umeinander nüssen. Jetzt habe ich, Entschuldigung, ich habe einen Innenellbogen. Wie schön, stimmt, vorbildlich. Gell? Schon, und ich habe es sogar Zucker. Ich bin nicht der, wo, habe ich noch nie können. Das war ein Herziger. Das habe ich noch nie können. Mein Vater hat das ja mal gemacht. Mein Vater hat irgendwie, weißt du, und vor allem, ich denke immer so, mehr als 3-mal niesen ist wirklich zu viel. Aber es gibt so Menschen, die müssen 7-mal niesen. Das hört nicht auf. Ja, aber das war jetzt wirklich fast ein bisschen herzig. Fast. Kann man wirklich mir geben. Vor allem, ich habe jetzt sicher zwei Wochen ihn gar nicht wollen und dürfen niesen, sozusagen. Wegen meiner Blinddarmoperation. Oh, bist du um das Messen gekommen? Sag mal. Habe ich immer so die Nase zugehabt. Warum bist du ein Blinddarm? Einfach wie früher. So, ah, es tut mir weh, es sticht, dann musst du ins Spital. So. Ja, also gestochen hat es schon 1,5 Jahre, aber dort hat es dann so ultimativ weh gemacht, dass ich gewusst habe, jetzt kurz nehmen. Ja. Ui. 2 Tage vor der Premiere. Nein. Doch. Bist du auf die Bühne nachher? Nein, dann haben wir sie verschoben. Was habe ich nicht mitbekommen? Und dann haben wir 9 Tage später habe ich gespielt. Okay. Bist du mal in der Nähe? Ich muss dich auch noch schauen. Ja, es ist mega lieb, dass du fragst. In Zürich spiele ich am 1. November 2021. Ja, du, weißt, ich bin froh, da kann ich ein bisschen planen. Ja, weißt, aber, da kann ich überlegen, was lege ich denn an und so. Gell? Ja. Und wir haben tatsächlich auch schon Tickets wegen der Verschiebung. Ehrlich? Ja, aber auch Menschen, die gesagt, ich habe es mir jetzt schon eingeschrieben. Ja. Wo spielst du Zürich? Im Kauf. Hey. Ja. Und in Dubai bin ich noch. Aber in Mühle. Ja. Super. Und in Horgen. Ja. Auch 20, im Herbst 2021. Nein, das ist momentan noch geplant. Frühling und Baden ist sogar jetzt noch im November. Okay. Ich habe noch 2. Baden und Rapperswil habe ich noch das Jahr. Cool. Ja. Hast du Freude, du selber am neuen Programm? Und, Luzern habe ich noch. Ich habe sehr Freude, ja. Ich habe sehr Freude. Aber du bist schnell gewesen, wir haben viel gut. Das ist gerade gemacht irgendwie, oder? Ja, mein Plan ist eigentlich gesehen, dass ich 3 Programme in 3 Jahren rausbringe. Also weißt, jedes Jahr. Weil es meinem Rhythmus entspricht und weil ich irgendwie immer gerne Herausforderungen suche und auch immer mir selber will beweisen, dass etwas möglich ist und alles so Sachen halt. Und jetzt logischerweise nicht. Ich muss aber sagen, ich bin bei keinem Programm froher. Alles bei dem jetzt. Viel gut habe ich geil gefunden, aber das ist auf das konzipiert gewesen, dass ich eine Saison spiele. Das heisst, ich habe dann auch gemerkt, ich hätte mega gerne die Ernährung noch gespielt, aber ich habe gemerkt, wie so vom Gefühl her, wir sind langsam am Ende. Oder? Mhm. Weil das Gefühl von Überspielen, das wollte ich nicht haben. Also das finde ich ja blöd bei Stand-up, weil das ist das Gegenteil von dem, wo Stand-up sein sollte. Ich habe das Gefühl, also auch als Zuschauer, ich habe lieber etwas, das ein bisschen zu roh ist, als ein bisschen zu überkocht. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Weil dann ist es nicht mehr echt. Ja, du bist ja wirklich der klassische Stand-up, oder? Ja. Ja. Und
Und darum, wenn es geheißen hat, also darum habe ich es auch nicht gemacht, am Schluss muss man ja immer selber entscheiden, aber wenn es geheißen hat, du musst jetzt viel gut noch 2 Jahre spielen oder so, dann hat die wahrscheinlich ein neues Programm reingepackt und hat es immer noch viel gut genannt. Oder irgendwie so, weißt du? Mhm. Und bei dem jetzt, da muss ich sagen, das spiele ich gar noch länger. Und ich sehe, auch von den Themenbereichen her, sehe ich immer noch mega Möglichkeiten, wenn ich noch da vielleicht dann gleich nochmal etwas Kleines ändern und so. Aber es ist so, wie es jetzt ist, ist super. Hast gekocht. Du noch die Momente, wenn du einen so kurzen Auftritt hast, wo du das Gefühl hast, die Leute schauen dich an und verstehen gar nichts? Logisch. Gibt es immer noch? Ja, die brauchst du ja auch. Weil also in dem Spektrum, wo ich spiele, vor allem wenn du einen Open Mic spielst, dann hast du ja auch alles. Also weißt du, dann hast du wirklich super woke 20 bis 25 zu alteingesessenem Kulturpublikum, hast die ganze Bandbreite. Und du testest die Nummern, wo du sagst, irgendwie die Geschichte, die will ich jetzt irgendwie auf den Punkt bringen. Und wenn du die ganze Bandbreite hast am Publikum und an der einen Show hast du die Leute und an der anderen Show hast du die Leute, natürlich ist dann die Reaktion auch mal so, mal so. Nimmst du es easy? Ich bin extrem neu im Stand-up. Meine Show ist schon Comedy, aber eigentlich ist es ein Stück. Also es hat eine richtige Dramaturgie, so. Es ist ein Stück. Yeah. Und wenn ich dann aber Stand-up, ist einfach ein neues Gebiet, wo ich mich doch ein bisschen austesten muss. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Yeah. Und manchmal kommt das an, da gehen die Leute ab wie Zäpfchen. Yeah. Und manchmal hocken sie dort und so. Und ich bin dann völlig irritiert. Ich habe dann keine Ahnung, weißt, bin ich es? Den Leuten schreibe ich es nicht gerne zu, aber ich glaube, es gibt so einen universellen Humor, den du alle ein bisschen abholen kannst. Absolut. Absolut. Und dann jedes Mal denke ich, ich gehe heim, mache das nie. Yeah. Ich höre auf, ich mache nie mehr so Mixed-Shows, ich mache nur noch mein Programm. Was ja auch schade ist, oder? Aber dass man sich von dem nicht abziehen lässt, finde ich noch. Gerade als Comedian, die Leute, das finde ich nicht lustig. Alle sind so schnell dabei, um es irgendwie zu bewerten. Also, weißt, mir tut es immer weh. Du siehst manchmal von SRF Comedy, so Facebook und so, zeigen es von Kollegen so Ausschnitte. Und dann die hässlichen, bösen Kommentare, die du lustig findest, mach doch einfach weiter. Warum muss man beleidigen? Ja, aber das sind Facebook-Troll. Weißt, weil ich find eben gerade in der Comedy hast du live. Klar, es fühlt sich für einen selber scheiße an, wenn jetzt mal niemand lacht und so. Aber ich denke immer, das darf man nicht persönlich nehmen. Weil eben, es kann irgendetwas schiefgelaufen sein. Das letzte Mal, als ich im Quatsch gespielt habe, habe ich die ersten 2 Tage sind okay gewesen. Und irgendetwas hat mir nicht gepasst. Und ich habe ganz gesagt, irgendetwas ist nicht. Und der Moderator hat gesagt, wieso, hast du doch super gesehen? Und ich so, ich sag dir das Wochenende noch, was es gesehen ist. Irgendetwas ist es. So. Und dann ist irgendwann Samstag und dann habe ich es für mich gecheckt, was es gesehen ist. Und es sind so Mini-Details, nämlich in Deutschland ist alles viel später wieder aufgegangen. Alle Menschen, die auftreten sind, haben vielleicht 1-2 Auftritte gehabt, wenn überhaupt. Und da ist sogar der erste gesehen, nach Lockdown etc. Und darum sind die so, wow, es ist so schön, dass man überhaupt auf der Bühne darf stehen, es ist so toll und la la la. Und das Publikum genau gleich, die sind so, das ist wahrscheinlich der erste Event, wo wir überhaupt jetzt wieder mal rausgehen. Und wir sind jetzt hier im Quatsch Comedy Club und wir haben jetzt dort noch die Maske an und jetzt ziehen wir sie ab, weil wir sind am Tisch und wir haben genug Abstand. Aber wir können jetzt ein Güppli bestellen. Wieso bestellen wir jetzt nicht ein Güppli? Und das ist so der Grundgroove gesehen. Und mein Groove ist gesehen, ich habe glaube schon 20 Mal gespielt. Und ich habe so, so ein mega simples Ding, das ich manchmal am Anfang, weil die Leute ja nicht gerade so klatschen, wenn du auf die Bühne kommst, dass ich dann so irgendwie sage, ja, beruhigt euch, sitzt da. So, oder? Und das funktioniert in einem gewissen Setting im normalen Leben, wenn irgendwie zum Beispiel in der Schweiz bist und ein paar Menschen kennen dich sogar und du sagst so etwas, dann ist es mega lustig. Aber in Deutschland, dort in dieser Situation, wo quasi alles wieder aufgeht, habe ich mich mega unlikable gemacht. Nicht mega, mega, weißt du, aber es ist dann so ein bisschen arrogant, ist ich. Warum tut er jetzt so? Weißt du, haben wir ihm jetzt zu wenig Applaus gegeben? Ehrlich? Ja. Okay. Und dann habe ich mir Zeit genommen, schnell eine halbe Minute, ohne Gag, ohne Lachen, habe ich am Samstag ich einfach gesagt, es ist mega schön, dürfen wir wieder spielen. Ich bin hier in Berlin, wow, als Schweizer in Berlin, bla 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 bla. Und es ist alles 20% stärker gewesen dann. Und es ist so ein Mini-Ding, weißt du? Und du sagst, eben, du darfst es nicht persönlich nehmen. Es gibt immer
manchmal findest du ja nie raus, aber es gibt immer irgendeinen Grund, warum ja, etwas so gelaufen ist. Ja, ja, und es geht niemand sagen, ich hasse die oder ich hasse dich, bringe den um. Aber eben, was ich eigentlich das Tolle finde an Comedy und an Live-Comedy, ist, du hast eben so einen Facebook-Troll. Du hast ja nie eine Show, und da sind wir wirklich gesegnet in der Schweiz, du hast ja nie eine Show, wo dann jemand irgendwie nach einer halben Minute hinruft, lachst das Scheiße! Langweilig! Ja, und so, weißt du, es gibt natürlich großartige Heckles im Englischen, weißt du, wo die Leute erzählen, wenn halt jemand nicht gut ist, dann kann es 10 Sekunden gehen und jemand ruft etwas rein. Und wenn die Person dann eben schon unsicher ist, dann geht sie zusammen. Fertig, ja. Und das hat dann halt etwas von den klassischen Gladiatorenkämpfen früher. Was wirklich ja. So bespassen und aber sonst. Man liefert sich einfach schon wahnsinnig aus, gell? Es gibt dann einfach genau. Nur, entweder der ist gut oder nicht gut. Das und, ist schon so ein bisschen. Und darum hast du in der Schweiz hast du ja viel mehr so das. Ja, hat mir jetzt nicht gefallen. Habe ich jetzt nicht lustig gefunden. Aber die Menschen gehen ja trotzdem eine Show schauen und sind dort und haben trotzdem Spass. Und dann ist mir für da oben nicht die passende Tasse Tee gesehen. So, aber mit der Zeit merkst du ja dann auch, du hast jetzt auch 2-3 Auftritte gehabt, wo ich dabei gesehen bin, wo du die Leute richtig mitgerissen hast. Und das mit der Zeit merkst du es dann auch, dass kommt halt logischerweise, das kommt mit jedem Mal, kommt es öfters. Und dann ist eben so die Empfinden von einer schlechten Show, ist nach außen nicht, lachs, ist das schlecht gewesen. Ja, ja. Sondern die Empfinden von einer schlechten Show ist dann so, wegen dem und dem, aber nach außen merkt man das vielleicht nicht einmal unbedingt. Mhm. Oder? Also, ja, man muss, ich glaube, es ist einfach, darum traut sich auch nicht so viel, glaube ich, in diesen Bereich hineingehen. Man wird einfach wahnsinnig bewertet und es gibt nur eine Reaktion, die du kannst erzielen kannst, nämlich dass sie lachen, dass sie es lustig finden. Oder? Es ist keine Nuance. Im Schauspiel kannst du sie fesseln, packen, nachdenklich stimmen, alles. Aber als Comedian müssen sie einfach lustig finden. Und sonst hast du versagt. Oder? Oder hast du es einfach nicht geschafft? Es gibt nur die eine Reaktion. Es ist natürlich viel klarer messbar. Weil einfach eben lachen oder nicht lachen. Aber ich habe zum Teil das Gefühl, es kommt ja darauf an, was man macht. Das merkst du ja, wenn jemand auf der Lacher drauf druckt, wo wirklich so, ich fange einen Satz an und jetzt hören auf. Weißt du? Eben. genau. Und nicht dann noch schnell irgendein Tür ist. Das sind so. Ja die Storys, die du an mich bringst, dort, wo wir uns mal zu Zern, hast du erzählt von dieser einen Frau, die dich angeschrauben hat bei deinen Einkäufen. Ja. Ich kann nicht mehr können. Es ist ja so, weißt du, einfach wie man halt aus dem Leben erzählt. Ja. Ich hätte ja eine Frau angeschrauben, einfach aus dem Nichts aus, hätte dich angeschrauben, du hättest sie vergewaltigt. Das ist eigentlich nicht lustig. Und doch ist es halt wahnsinnig lustig, wenn man selber steht so unschuldig dort. Ja, und dann hat sie noch meine Einkäufe zertrampt. und der ganze Bahnhofplatz schaut, denkt so, da hat einen als Vergewaltiger beschimpft. Und jetzt sind das seine Joghurts und sie Zopf und alles liegen jetzt einfach quer auf der Straße. Und ich weiß noch, weil ich eben so unter Schock gestanden bin und wirklich wo als Reaktion gesagt habe, geht's noch? So. Die Schweizer ist die mögliche Reaktion, geht's noch? Und das ist zum Beispiel, genau, in Luzern habe ich das spontan erzählt, weil irgendwie das Thema gerade auf, ich weiss nicht mehr was. Weil ich und dann du brüllt hast und der Fabio gesagt hat, das musst du ins Programm tun. Und dann habe ich es ins Feelgood rein getan. Und das ist schon Wochen vor der Premiere gesehen. Dann habe ich so gefunden, ja, also, wenn die Leute das so geil finden und so eine geile Geschichte ist, wieso nicht? Ja. Das ist aber genau das, oder? Dass im Leben so Scheiss dran kann passieren. Irgendein Mensch beschimpft dich aus dem Nichts aus. Das ist eigentlich völlig absurd und gemein. Und eigentlich ist schon die Situation völlig fies, oder? Ja, ja. Aber die Absurdität, das ist so lustig. Und ich finde, das finde ich so etwas Cooles im Leben, wenn dir Sachen passieren, die so scheiße sind, dass ich währenddessen anfange zu lachen. Ich denke, das ist so schrecklich, dass es einfach schon wieder gut ist. Kannst du rausziehen. Schlimm ist lustig. Ja. Ja, schlimm ist lustig. Das ist einfach... Wenn man diese Sachen nicht persönlich nehmen kann, weißt du, einfach finden, das ist jetzt einfach so geil. Die kommt einfach zu mir und schreit mich an und kinkert meine Einkäufe umeinander. Einfach aus dem Nichts. Funny. Ich bin in den USA auf der Autobahn heulend im Auto gesessen und habe gewusst, das ist mein Schluss nochmal. Also weißt du, du bist immer ein absoluter Tiefpunkt und es ist alles negativ. Und dann sagst du, aber jetzt weiß ich, wie ich das Programm aufhöre. Weißt du? Ja, weil einem Sachen so schlimm passieren. Ja. Da denke ich eben manchmal auch so bei Nummern finde ich, eigentlich habe ich es viel zu schön. Ich müsste viel mehr, weißt du, so Dramen haben. Es wäre viel lustiger. Ja,
Hat schon viele Geschichten, ich muss mir sie aus den Fingern suchen. Weißt du, es läuft alles zu gut. Es müsste viel mehr arbeitslos, buff, Scheidung, Fremdgehen, buff. All diese Sachen passieren. Aber du kannst ja Sachen von früher noch nehmen. Ja, ja. Oder abschauen, weißt du, fremde Erlebnisse klauen kann man yeah. auch. Das ist, aber ich finde, das ist einfach ein Weg, man muss gar auf der Bühne sein, um das Leben einfach so ein bisschen besser können meistern. Wenn einem schlechte Sachen passieren, kannst du wie wählen. Dann schlache ich drüber oder brühe ich drüber. Yeah, wichtig yeah. ist einfach, dass du eine Lösung findest für das Schlamassel, das gerade ist im Moment. Yeah. So. Ja, und zum Teil auch zu sagen, ja, es ist jetzt halt so. Ja. Es ist mega schwierig zum Teil. Nein. Also nicht, für mich nicht unbedingt, sondern eben, ich finde es sogar immer beruhigend, das ist jetzt glaube ich auch bei der Krise so, wenn es nicht in meiner Hand ist, weil dann kann ich gar nicht ändern. Weißt du, wie ich meine? Und das ja. beruhigt mich. Ich finde es immer wichtig, wenn Sachen mich, ich frage mich nicht, ob das mein alter protestantischer Erziehungsgedanken ist, aber wenn Sachen mich klein machen, dann geht es mir besser, weil es mich eben in Relationen setzt. Weißt du, wenn was ist grösser als ich. Ja, was ich mache, hat keinen Einfluss auf das. Ja, aber es stimmt ja auch. Jetzt gerade eine globale Pandemie. Kannst genau. natürlich nichts machen. Nein. Aber überleg, wie du deinen Tag verbringst. Ja. Mit wem du verbringst, was du machst. Ich finde es so geil, wieder so viel schlafen. Ich muss nicht mehr so viel in letzter Zeit. So geil. Ach, cool. Pennen. Hemmungslos. Bis um 11 Uhr. Weißt du, wie früher. So schön. So schön. Hat seine Vorteile. Ich liebe Schlafen. Ist so etwas Geiles. Einfach mal so am Nachmittag ein bisschen wegdösen. Ja. ja, ohne schlechtes Gewissen, weißt du, auch so, nein, das kann ich jetzt. Nicht. Das kann ich nicht. Ehrlich, mache ich schon. Ah, Mann. Ich butter nachher noch viel vorher und nachher rein, aber ich komme heim und dann, das liegt, glaube ich, doch ein bisschen an. Aber was ich zum Beispiel mega gerne mache, ist Baden. Ehrenwort. Ja. Ich finde Baden das langweiligste auf der Welt. Nein. Was machst du in dieser Badwanne? Ich will nicht alles wissen, aber was machst du in dieser Badwanne? Ich meine, du liegst einfach dort. Ich mache so Saunabaden. Ich mache so super heiß. Ich liebe Sauna. Ich mache so super heißes Wasser, dass du dich wirklich fast verbrennst, wenn du reingehst. Dann geht es etwa 5 Minuten und dann schwitze ich wie ein Vollidiot. Dann bin ich so im Bad und so, schwitze wie blöd. Und danach fange ich an mit kalt abduschen. So, und dann in der Badwanne? Ja! Yeah. Du bist in der heißen Badwanne und tust kalt abduschen. Mega geil. Auf den Grind dann? Kalten Kopf, ja klar. Ich tue sowieso immer beim Duschen am Schluss kalt. Okay. Ja, das ist mega gut für den Kreislauf und man ist dann auch fitter. Hilft mega. Ja, hast du sicher, wenn du tust du sehr warm duschen? Ja? Warm Duscherin. Aber dann bist du doch nachher so ein bisschen so... Nein. Nicht? Okay. Nein. Ich kann einfach in dieser Badwanne nicht hocken. Mir ist langweilig. Langweilig. Es wäre vielleicht, weißt du, zum Netflix würde es gehen. Ich nehme immer noch irgendwie einen Laptop mit, wo dann irgendwie kann etwas laufen. So aber manchmal ist es dann geil, weil du nimmst ihn zwar mit und dann findest du so, nein, jetzt lassen wir es. So wie ich gelismet bei Kater 3, ich weiss es genau. Weißt du, noch im Bad, weißt du, bevor ich drin bin, rutsche ich auf dem hohen Badteppich aus und ich weiss es und darum ich riskiere es gar nicht erst. Wir haben ja tatsächlich, immer wenn ich bin jetzt ein paar Mal in Deutschland gewesen, spielen, im Theater, und Chris, mein Mann, macht, wenn ich weg bin, kauft er Sachen. Weißt du, hinter meinem Rücken. Er kauft immer neue Fernseher, wenn ich weg bin. Immer wenn ich reinkomme, steht irgendetwas dort, wo ich nicht will. Bis jetzt auch keine andere Frau. Hey, das ist eine gute Nachricht. Ich habe das gleiche Problem. Ehrlich? Ja. Also sie kauft etwas, wenn du weg bist? Ja, oder sie stellt etwas um und so. hinter deinem Rücken? Ja. Und zwar bist du einfach mal ein paar Tage weg und dann kommst du zurück. Und dann, ich bin gar nicht daheim. Ja. Was? Bei uns steht jetzt einfach ein Whirlpool. So, und weißt du, siehst du deine Augen und ich dachte so, what the fuck, warum? Ist geil. Ja, das ist mega geil. Nein, und ich wirklich aus dem Prinzip gegangen in den Whirlpool rein. Why? Was soll ich dort drin machen? Einfach hängen. Hängen. Ja, aber da kannst du ja auch nicht mehr hocken und ein Güppli trinken und ein bisschen schwätzen. Das kannst du ja im Whirlpool machen. Außer nur blubbert es dann der ist geil. So laut und blubbert überall. Mega dann musst du dich irgendwie das Zeug abziehen und abdrücken und nochmal schnell duschen wegen dem Chlor. Und, ja. Ah, okay. Ja, aber Whirlpool ist nicht das Schlimmste. Das ist schon. Die vielen Fernseher sind viel schlimmer. der neue Fernseher. Es kommt dann noch ein Fernseher in Whirlpool. Ja, das ist der nächste Schritt. Ich gehe jetzt nicht mehr. Das ist der Vorteil. Jetzt gehe ich eben nicht mehr. Weißt du, das Jahr bin ich ja nirgends weg gewesen. Wie gross kannst du. Ja, das ist so. Ja. Aber ich möchte noch schnell aufs Programm zurückkommen. Und zwar mal auf deins.
Und du, oh, hast, ja, vor, du hast vor mich gefragt. Du bist froh, dass du fragst. Eben, mega nett, dass du mich gefragt hast. Aber ich bin halt ein Mensch, ich beantworte und meistens sehr ausführlich. Aber was ich bei dir immer noch das Faszinierendste finde, wir sehen irgendwie, was haben wir gesehen, Bernhard Theater oder so. Und dann sage ich, ja, ihr Programm geht jetzt bald los, Ladylike und so. Und danach hat irgendwann, hast du Premiere, und dann denke ich, das Programm heißt ja gar nicht mehr so. Ich habe mir einfach einen Arbeitstitel gemacht, den ich nie angefangen habe. Und danach hast du irgendwie mir erzählt, dass du kurz vor der Premiere den Titel eben irgendwie nicht mehr toll gefunden hast und gefunden hast, das passt irgendwie nicht zum Programm. Und dann hast du das ganze Programm nochmal umgeschrieben. Also die traurige Wahrheit ist, ich habe gar kein Programm gehabt. Ah, noch besser? Ja. Du hast dann auf die Programm geschrieben? Ich habe den Arbeitstitel gehabt, weil mich irgendwie der Dani vom Comedy aus gefunden hat, du kannst bei mir Premiere machen. Und ich habe einfach ja gesagt, bevor mein Hirn, weißt du, im Hintergrund von nein. Und das Maul hat einfach gesagt, ja, ist gut. Mhm. Weil ich gefunden, ich will ein Stück machen. Mhm. Also mein Ziel ist nicht, in 1000 Mixed-Shows aufzutreten, sondern ich will... Yeah. Eine Solo-Show auf die Beine stellen. Und da habe ich gefunden, hey, wenn der mir ein Datum gibt, jetzt, von jetzt weg in einem Jahr, dann muss ich es machen. Yeah. Und dann habe ich mal zugesagt. Und dann ist er bald einmal gekommen, ich muss Plakat haben, ich muss schon irgendwie wissen, wie heisst denn dein Stück? Du hast schon einen Text, ich muss da noch etwas... Das ist ja wahrscheinlich mit mir, mit Frauen zu tun, also sagen wir irgendetwas, ich habe eine dumme Katze, die Lady heisst, über die rede ich im Programm, die Katze heisst Lady, und ich fand, Ladylike passt eigentlich. Komm, weißt du, wie eigentlich schon Wurst, wie das Zeug heisst, habe ich für mich gedacht. Yeah. Hey, und dann, weißt du, hockst an, hast du Zeit zum Schreiben und es kommt einfach nichts. Einfach nichts. Keine Idee, nichts. Schreib irgendetwas, lese es. Ich habe alles nur schlecht gefunden. Und dann ist der Zeitpunkt immer näher gerückt. Ich bin in dieser Zeit, ich habe im Oktober Premiere gehabt, im September auch in Hamburg am Theater. Mhm. Und ich stehe auf dem Rad, ich vergesse das nicht mehr, dann bin ich einfach so in Tränen ausgebrochen, weil ich realisiert habe, ich habe kein Stück. Es geht jetzt noch 5 Wochen oder 4. Das ist gar nicht mehr machbar. Jetzt muss ich diesen Leuten anrufen, alles absagen. Wie viel hast du realistisch gehabt? 20 Minuten. Wirklich? Ja. Eine halbe Stunde vielleicht. Ja. So, Material so von Geschichten, weißt du. Und so. Wie viel hast du davon gut gefunden? Von denen 30 gute Minuten, also von den Inhalt. Okay. Und dann ganz viel einfach Shit. Ja. Vielleicht kommst du auf 3/4 oder 50 Minuten. Hey, dann habe ich gefunden, nein, dann habe ich den Aniko angerufen, weil sie habe ich engagiert, dass sie Tentproben mit mir macht. Dann habe ich zum Glück das Telefon nicht abgenommen. Und dann hat sie mich zusammengeschissen am Telefon. Du gehst nicht retour, das wird nicht gemacht. Jetzt kannst du links durchlaufen oder rechts durchlaufen, aber jetzt machst du irgendetwas. Entweder holst du jetzt irgendjemanden, der das schreibt. Weißt du, ein Stück, irgendein professionelles Schreiben, der jetzt in 3 Wochen ein Stück anklopft. Yeah. Oder du hockst dich nochmal an und kneifst deine Arschbacken zusammen und schaust, warum dir nichts einfällt, weil mir ist nichts zu sinken. Und dann sind wir drauf gekommen, sie haben gefunden, das Ladylike fände sie geschissen, ihr falle ich nichts dazu ein. Und ich habe dann gesagt, ja, mir fällt ja schon auch nichts, aber es spielt wirklich keine Rolle, man muss einfach die Geschichte aneinanderreihen. Und dann sind wir wieder drauf gekommen, das ist vielleicht genau das ist das Problem, die Stand-up-Geschichte aneinanderreihen. Das fühlt sich für mich nicht richtig an, da bin ich, glaube ich, zu fest auch eine Theaterfrau. Weißt, ich brauche so ein bisschen einen Bogen. Und dann haben wir so ein bisschen, was ist denn nahe bei mir? Und ich habe ein paar Jahre lang so einen Blog betrieben. Da haben wir es von Influencer gehabt. Die haben gar nicht alles in dem Gespräch. Und plötzlich, wie so ein Blitz, ist bei mir der Begriff von Bad Influencer. Und dann plötzlich dachte ich, hey, wenn alles, was ich mache, unter dem Aspekt ist, dass ich möchte, dass die Leute liken. Das ist so geil. Es wird alles absurd. Weißt du, jeder Schritt, den du machst, du hast Kind, damit die Leute liken. Du hast Katzen daheim, weil Katzen ziehen auf Instagram und so weiter. Also wenn alles, was du hast, nur für Likes machst, das ist so geil, das ist uferlos. Yeah. Und plötzlich habe ich jetzt bei mir gemacht, wie so ein Wupp, man gefunden, Bad Influencer. Und dann bin ich angeguckt, wir haben in Hamburg nichts mehr gemacht, bin heimgekommen, ein paar Tage später, angeguckt und ich habe um 10 Uhr angefangen und um 4 Uhr wirklich den Laptop zugemacht und das Stück geschrieben. Und dann musste Sachen weglassen, weil ich gefunden, 90 Minuten lang, weißt du, so 1,5 Stunden. Und ich habe nur noch geschrieben, weißt du, einfach die Geschichten, die ich hatte, aber umgemodelt. Weißt du, wieder Sachen, die ich erlebe mit meinen Kindern. Plötzlich sind meine Kinder nicht meine Kinder, weil sie sie einfach gibt, sondern ich kann mir die Samenbank machen. Und sie sind Zwillinge, weil du mit einem Kind kommst keine Likes über. Du musst Zwilling haben, weißt du, wie das punkten kannst und so. Und da ist das absurd, dass du Mutter bist, alleinerziehende natürlich, mit Gofen. Einfach weil das Instagram verlangt. Und das hat, für mich ist das alles so lustig geworden, weil du gehst ins Alpenmare nicht, weil das Kind gerne haben, sondern weil die Kooperation ist mit Alpenmare. Und die wollen das und du hasst es aber und musst es aber trotzdem machen. Und für mich, auch jetzt, ich könnte jetzt wieder anhocken und 1000 Geschichten zu dem Thema schreiben. Das finde ich einfach geil. Und das ist so ein Semi-Ding zwischen
fiktiv und doch reale Geschichten von meinem Leben drin. Aber alles so ein bisschen angezerrt, dass ich so ein bisschen eine Figur bin, obwohl ich Tamara bin nach wie vor und von meinem Leben erzähle. Und trotzdem bin ich jetzt, behaupte ich, ich bin eine Influencerin und mache das und das und das. Yeah. Das ist super aufgegangen. Und jetzt, ich habe jetzt ein paar Mal ein Stück gespielt. Und jetzt glaube ich langsam, weil ich noch lange nicht daran glaube, dass es gut ist. Weil ich denke, ich kann doch ein Stück anrotzen in einem Tag und dann ist es noch gut. Es geht ja wahrscheinlich nicht. Die Premiere sind wahrscheinlich einfach alle nett gewesen, weil sie mich kennen. Und so. Und plötzlich merkst du, du bist an Ort, weißt du, Luzern, und ich gar nicht mehr kennt im Publikum. Und es geht ab und du merkst, hey, doch, dass das Stück funktioniert. Da habe ich hohe Freude. Jetzt habe ich richtig Freude. Es ist nicht eben einfach nur eine Aneinanderreihung. Ich habe einfach auch gut, das musste ich auch feststellen. Mixed-Shows ist auch schwierig, um Sachen rauszuziehen aus dem. Yeah. Weil in dem Moment, wo ich behaupte, ich bin Influencerin, mache das und das, sind die Leute schon irritiert. In einem Stück habe ich Zeit, um sie mitzunehmen, um zu erklären, warum ich das mache, weil ich keinen Stutz habe und so weiter. Und in einer Mixed-Show bist du in 5 Minuten, weißt du es ja, musst du gerade bam landen. Und wenn ich dann komme und etwas behaupte, sind die Leute schon wieder weg. Und ich habe gemerkt, ich muss für Mixed-Shows Sachen wieder rausschälen, in die reinen ursprünglichen Geschichten, die es eigentlich sind, die ich erlebt habe. Ja. Und das wieder den Leuten erzählen, weil verpackt in diesem Programm geht es, glaube ich, nicht. Ja, es sind zwei verschiedene Disziplinen. Ja. Es ist wirklich, du hast ja gerade das Glück bei einem Solo, eben, sie auf eine Reise mitzunehmen und ihnen eben eine Tiefe zu geben, wo du bei Mixed Shows nicht kannst machen kannst. Oder grundsätzlich bei Kurzauftritt. Geht einfach wie nicht. Ja. Oder? Und gerade letztes Mal mit Melzi über das geschwätzt, weißt, dass ein Solo-Programm ja eigentlich wie ein Film ist. Und du kannst zum Beispiel aus einem Film, kannst du eine einzelne Szene einfach 1 zu 1 rausnehmen, ohne Kontext, und man wird sagen, das ist lustig, aber manchmal auch nicht. Hingegen, wenn du von Anfang an sagst, wir machen jetzt einen 5-minütigen Sketch, dann wird das nicht so geschrieben werden, ja, inszeniert werden, wie eine Szene von einem Film. Also ja, das drum, ist genau ein super Vergleich. Es sind darum wirklich verschiedene Disziplinen. Ja. Und ich hatte so ein bisschen beides. Ich hatte zuerst ein Solo, dann habe ich auch von Mixed Shows spielen, wo es langsam gegeben hat. Und dann bin ich mit der Zeit bin ich so in der Mixed Show Groove gekommen und dann habe ich so ein bisschen können, so 20 Minuten, voll geil. Und dann hatte ich das Gefühl, so wie es 20 Minuten ist, so geht es dann auch beim Solo, 1,5 Stunden. Das heißt, es geht nicht. Du kannst nicht 1,5 Stunden durchballern. Niemand ballert 1,5 Stunden durch. Du brauchst irgendwie eben ein bisschen Tiefe. Du brauchst Momente, wo die Leute sich auch können erholen können. Ja, es ist effektiv eine andere Disziplin. Ich glaube, mir ist jetzt ein bisschen zu weiter gelungen. Weißt du, es ist ein reines Bühnenprogramm. Das heißt, es ist ein Theaterstück. Yeah. Es ist schon Comedy. Yeah. Ich stehe an, für die Blut und sage, und dann habe ich das gemacht und dann ist das passiert. Und aber es ist so ein Mixding, aber ich finde manchmal ein bisschen Mühe mit diesen, weißt, Begriffen immer. Das ist Kabarett, und das ist Comedy und das ist Slam. Schlussendlich musst du einfach die Leute entertainen. Ja. Und wenn du es allein machst, für mich, ich brauche eine Dramaturgie, ich brauche einen Bogen. Und ich habe das Gefühl, die Leute brauchen den Bogen, um lang können dran sein. Auf Netflix beispielsweise, wenn ich Comedian schaue, sind wir 70 Minuten am Show. Ich kann mir nicht, auch wenn es gut sind, ich kann mir 20 Minuten genug. Es ist, wie du sagst, das Ballern. Ich kann es dann irgendwann, muss dann hören. Ich kann nicht dranbleiben, vielfach. Yeah. Und wenn du Bögen hast und Geschichten, ist es einfacher, zum Strang verfolgen und ein bisschen dranbleiben an der Geschichte. Ja, yeah, so. Ich weiss, was du meinst. Für mich zum Schreiben, vor allem mehr. Also, es funktioniert ja wunderbar, bei dir funktioniert es. Claudia Zuccolini finde ich auch etwas, was super funktioniert, wo einfach nur die Nummer aneinander hat, wo geil ist, wo einfach lustig ist. Und ich kann zuschauen und gerne zuschauen. Ja, also beim Feelgood habe ich das definitiv gemacht, beim Neuen ist es wieder mit einem Bogen, aber klein. Ja, also, aber Feelgood hat super funktioniert. Ja, es wäre nicht länger gegangen, behaupte. Eben, du musst dann auch irgendwann musst du auch eben so wieder wie eine Pause einlegen, sozusagen. Also ich spiele es zwar ohne Pause, aber es muss, wenn es länger wird gehen, müsste ich eben etwas anderes machen. Ja. Weil Feelgood ist bewusst gesagt keine lange Geschichte. Cool ist, wie du aber sagst, man muss einfach etwas machen. Weißt, ich habe nicht gewusst, ob ich ein Stück schreiben kann oder ob ich mir das kann schreiben kann. Einfach anhocken. Theoretisch, eben, es geht ja offenbar, in einem Tag kann man das machen. Also natürlich sind Geschichten schon Vorteile, aber man muss ausprobieren und den Mut haben, einfach Sachen anzupacken. Und weißt du was, es geht in einem Tag, weil du 2 Jahre schon daran geschafft hast. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Natürlich. Nein, vor allem die Unterbewusstsein. Ja, das stimmt. Die Leute haben immer das Gefühl, es kommt in dem Moment kommt zum ersten Mal aus dem Nichts. Aber das stimmt ja nicht, weil eben, du hast bis dort hast du schon
einerseits dir Nummern überlegt, andererseits hast du an dem im Rum studiert und vielleicht hast du innerlich schon gewusst, das stimmt nicht. Mhm. Du hast aber noch keine Lösung gehabt, etc. etc. Das heisst, die Unterbewusstsein hat immer an dem geschafft. Du hast noch manchmal sind so Details, wie über einen Titel oder so, wo der Fuss würde sagen, nein, an dem kann es nicht liegen. Und ist es, und das ist wahrscheinlich generell im Leben so, wie du gesagt hast, es ist manchmal kleine Schrauben, wo du musst drehen und dann fließt alles. Mhm. Und dann hast du sogar noch eine Krise und alle die Wellenbewegungen und die Stimmungen, die dir irgendwie mitgehen, die hast du dann auf einmal an dem Tag, wenn du im richtigen Modus bist, und dann fließt es und dann kannst du alles rauslassen. Ja, darum Krisen, ich finde Krisen haben einfach wirklich, im Moment ist es für niemanden lustig, aber meine Krisen haben noch immer etwas Gutes für gebracht. Weil dann in der Verzweiflung mobilisierst du alle Kräfte. Mhm. Oder? Wenn du so irgendwie dumm bist, denkst du so, und jetzt? Und dann, dann passiert etwas Grossartiges in der Regel. Du kannst es kanalisieren. Du kannst ja auch Wut eben kanalisieren. Du kannst es ins Auto tun. Aber man kann auch zum Beispiel Comedy aus der Wut raus, kann man sehr gut machen. Super. Mega super, gut. Das finde ich sehr. Ich selber liebe das. Ich habe es selber nicht so zur Verfügung, weil ich nicht der Mensch bin. Aber ich stirb vor Lachen, wenn das andere machen, aus der Wut. Weißt du, so einer, der völlig wütend ist und kommt deine Einkäufe zertreten, weil sie so wütend ist. Das trifft meinen Humor derartig, ich lache mich kaputt. Also eben das Motzen auf eine charmante Art und Weise ist super. Habe ich auch mega gerne. Ja, ich finde es. Das Spannende ist, dass zum Teil, dass ich dann gar nicht auf der Bühne muss hässig sein oder motzen. Sondern aus der Wut raus machst du irgendeine Beobachtung, die dann aber mega sanft auf der Bühne verpackst. Aber die Leute merken irgendwie, was dahinter ist. Weißt du, was ich meine? Das finde ich faszinierend. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Jesus, 1,35. Ui, ja. Ich hätte jetzt gesagt, so, ich könnte ewig so weiter pläudern, hätte ich jetzt auch gesagt. Wäre jetzt das Nächste gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, ich könnte ewig so weiter pläudern. Das war Wahnsinn gewesen. Schuhe schnell um, habe ich auch gefunden. Also wir machen zum Abschluss zwei Sachen. Erstens stelle ich dir noch eine Frage, die ich mittlerweile immer stelle. Und zwar, was machst du, wir haben es mega schon gut besprochen heute zwar, aber was machst du, um dich gut zu fühlen? Aber bist du schon so weit? Ja, das ist die Frage. Kannst du auch noch ein bisschen überlegen, weil ich kann dir sagen, was das Zweite ist, was wir machen. Wir schauen noch den Schwarzenegger. Sehr geil. Ich habe ihn nicht vergessen. Christoph, ich habe nicht vergessen. Komm mal, hau ihn mal rein. Sollen wir jetzt hinhauen? Ja, bist du bereit? Achtung. Moment. 4 Sekunden, hast du gesagt. Leg jetzt. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. So, das war's gesehen. Buben. Aber ist doch lustig. Buben und Spielzeug. Sure, here's my invitation. Here's my invitation. Und was machst du, um dich gut zu fühlen? Ich beschäftige mich mit guten Sachen. So einfach. Christoph schaut immer. Ja. Ja, was ist für dich gute Sache? Du bist auch eine Genießerin. Ich bin wirklich Genießerin. Ich habe wirklich das Glück. Das ist nichts, was ich mir antrainieren muss. Ich bin glaube wirklich ein positiver Mensch. Weißt, ich wähle. Ich schaue einfach das Schöne an. Ja. Wirklich. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, die mir gut tun, wo ich lachen kann mit ihnen. Ich bin gerne in der Natur. Ich reite ja, gell? Ah ja? Da bin ich da so im Wald, weißt du, und dann so die Fahrt. Ich bin sehr froh, hast du es verbildlicht und vertont. Sonst hätte ich nicht gewusst, was du verstanden, was ich meine. Es ist immer sehr verfänglich. Man muss es gerade klarstellen und erklären. Und die Sachen, ein Tier generell, finde ich, Tier füllen meine Seele. Ich liebe Tier, wirklich. Und ich finde, so eben die Wahl von das Schöne fokussieren, das Gute fokussieren. Ich freue mich auf irgendetwas, was ich am Tag vorhabe. Jemanden zu sehen, jemanden zu treffen. Ich freue mich irgendwie aufs Essen dann zu Abend oder auf ein Glas Champagner irgendwie beim Essen, was auch immer. Ich freue mich regelmäßig und zwar bewusst auf Sachen, die mich heute erwarten. Ja, sehr schön gesagt. Ja, gell? Fast poetisch. Ich muss fast ein bisschen berühren. Oh. Das berührt mich einfach. Auf was freust du dich heute noch? Also auf dich habe ich mich schon ganz fest gefreut. Gleichfalls? Nein, wirklich. Ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen. Und jetzt, nach dem, ist... Weißt du, was freue ich mich? Was? Ganz banal. Es gibt ja da bei dir um den Ecke so einen Kaffee, wo ich einfach feinen Kaffee trinke. Yeah. Und ich trinke nicht mehr so viel Kaffee, ich habe das ein bisschen abgeschraubt. Und wenn, dann will ich richtig guten Kaffee und bei dem schönen Wetter, das wir heute haben, draussen hocken und geniessen. So geil. Sehr schön. Es sind wirklich die kleinen Sachen. Weißt du, ich würde dir noch lieber sagen, hey, heute gehe ich irgendwie, was weiß ich. Was wäre jetzt eigentlich perfekt?
Das ist perfekt. Das ist perfekt. Wenn Privatjet abgeholt wäre und sie bitte ausgespickt werden. Eben nicht so. Das ist ja das Perfekte. Weil, weißt du, wie viele Menschen trinken Kaffee, ohne jemals einen zu genießen? Und dann leistet jemand sich zu sagen, ich sitze jetzt an und trinke bewussten Kaffee. Wirklich, bei dem habe ich am Morgen automatisch gehst du eine Kaffeemaschine und lässt rein. Das habe ich einmal gemacht. Das mache ich jetzt, ich trinke Tee. Und wenn ich Kaffee trinke, was ist das Genussmittel? Dann irgendwie wirklich einfach so, boah, der ist fein. Mache ich 7 Mal am Tag. Ich habe dich gesehen vorher, wie lieblos du auf die Brüste einfach reinschlutzt. Das sage ich. Mal, siehst du, sie mal austrunken. Doch. Ah doch, wir haben lustig geschwätzt über das Iglu und dann habe ich immer wieder ein bisschen Schlückchen Kaffee genommen. Ja. So. Tamara? Es war eine Freude. Gleichfalls. Bis ganz bald. Ja. Ich rufe dir mal an, du kommst zu mir gewesen. Ja, wir verabreden uns. Wirklich, machen wir. Und wenn es dann wieder abgeht, dann gehen wir auch ab. Viel Spass. Darf ich jetzt mein Metall wieder anlegen? Jetzt kannst du noch mal einmal klappern und dann sind wir fertig. Ja, bloß so, die Chitze bitte das ab. Und ich hatte dann immer den Verdacht, dass sie es klauen, weißt du? Kannst die Kette wieder anziehen. Nie wie 10 Uhr, so. Dann sind sie die Uhr. Und rauskommst, welche Uhr? Man hat nie eine Uhr gesehen. Danke vielmals, bist du da gewesen. Ich danke vielmals. All the best, bis bald. Gibt es jetzt einen schönen Abgang aus dem Podcast? Kann man so ein Bild tippen? So? Nein. Okay. Können einfach so da hocken. Okay.